und herzlich willkommen zurück zu Fog and Mirrors Teil 20. Wow. Wir sind schon echt lange dabei und wir haben einen ersten großen Meilenstein hinter uns. Letztes Mal ist einiges passiert. Wenn ihr es noch nicht nachgeschaut habt, dann tut das jetzt am besten. Es gibt eine Playlist, die wird wahrscheinlich auch in der Videobeschreibung verlinkt sein. Falls nicht, findet ihr sie auf meinem Kanal. Heute Jules ohne Kamera, weil es ist hier verdammt warm und wir sind beide gar gekocht. Und ich glaube, ihr müsst uns nicht komatös sehen, keinen von uns beiden. Greetings, humans. Genau, da ist der Jules. Zu links haben wir wie immer den Chat. Der wird uns nicht verloren gehen. Wie man sehen kann, habe ich ein bisschen gearbeitet. Ist ein bisschen geupdatet. Ich hätte den Nebel eigentlich gerne noch ein bisschen heller. Ah, Perfektionismus. Leute, das ist eine Krankheit, die wollt ihr nicht. Das muss bleich und trostlos aussehen. Bis auf das schöne, glitzerorangene Licht, das da hochstrahlt. Mhm. Das müsste noch intensiver sein. Ich habe den Nebel noch ein bisschen heller gekriegt. Wunderschön, so wollte ich den haben. Jetzt sieht's aus, wie ich es haben wollte. So. Gut. Bist du bereit? Niemals, aber ja. Niemals, aber ja. Gut. Muss ja, ne? Ja. Gut. Du hast mit dem Finger eine Nachricht auf der Tür hinterlassen. Vielleicht eine Erinnerung für dich selbst. Vielleicht einfach vielleicht auch als ein Mahnmal für das, was passiert ist und dass man immer nach vorne blicken muss. Und du hast die Hand auf die Türklinke gelegt. Vor dir das Glimmen der Nachricht. Um dich herum steigt goldenes Leuchten auf. Der Nebel ist noch da, aber er wirkt irgendwie sanfter vielleicht. Du könntest es in Worten vielleicht nicht richtig beschreiben. Irgendwas hat sich geändert in der Atmosphäre, in der Art, wie der Nebel sich bewegt. Mhm. Es fühlt sich angenehm an. Es ist nicht mehr bedrohlich. Okay, dann ab durch die Tür. Mit einem sachten Knarren öffnet sich die Tür. Und durch die Tür fließt mehr Nebel auf dich zu. Kein Sagen und kein Zaudern. Vorwärts. Du schiebst dich durch eine dicke Nebelschwade. Das ist wirklich dieser, wenn du schon mal durch so richtig dichten Nebel gegangen bist, wo du gerade noch so, weißt du, so, wenn du den Arm ausstreckst, deine Fingerspitzen sehen kannst. Ja, das kenne ich ja. Ja. Du gehst durch den dichten Nebel, aber du siehst immer wieder, während du dadurch sozusagen wanderst, kannst du immer wieder dicht an dir dran dieses feine, goldene Funkenspiel aufsteigen sehen. Und irgendwann wird dir bewusst, dass das ganze Wasser, das über dem Boden läuft, ein sanftes Gold angenommen hat. Mhm. Und gut. Ja, du irrst so ein gehst du geradeaus oder versuchst du irgendwie, also so, damit ich so eine Idee habe, versuchst du irgendwie in eine spezifische Richtung zu gehen? Ich kann jetzt keine Wegmarker oder sowas erkennen, weshalb ich einfach nur geradeaus gehe. Ja. Du merkst richtig im Vergleich zu vorher. Wenn ich driften muss, übrigens nach links. Okay. Ja, ich glaube, die meisten Leute driften automatisch nach links, wenn sie nicht bewusst drauf achten. Da war doch irgendwie sowas, dass man irgendwie automatisch in so Kreisen geht, wenn man da nicht total drauf achtet. Aber ich gehe mal davon aus, dass du geradeaus gehst.
Du gehst durch den Nebel und wie gesagt, du merkst jetzt auch, während du dich da durchbewegst, der irgendwie der Charakter von dem Nebel hat sich geändert. Das wäre, glaube ich, die beste Art, wie du es beschreiben könntest. Halt statt dieser milden, bedrohlichen Atmosphäre hat der jetzt eher was, es fühlt sich sicherer an. Und irgendwie vielleicht geborgen? Du bist dir nicht so ganz sicher. Es ist ein komisches Gefühl. Aufgrund auch der Tatsache, dass du gerade wahrscheinlich durch deine eigene Seele spazieren gehst. Ich fange an, ein bisschen zu pfeifen. Ja. Du pfeifst und du hast fast das Gefühl, als wenn das die Töne, die du von dir gibst, die leise Melodie, die fühlt sich fast physisch an. Weißt du, so als könntest du die mit den Händen greifen. Und dann hörst du ein leises Geräusch. Es klingt ein bisschen so, wenn du schon mal die Saiten von einem Klavier oder so gehört hast. Weißt du, dieses metallische Zirpgeräusch von so einer dünnen Metallschnur schon fast. Ich glaube, das ist die beste Beschreibung. Von einer Saite, von einer Gitarre oder so auch. Wenn du die ungespannt bewegst. Und dann hörst du noch eine und noch eine. Es klingt, als würden die sich sanft im Wind bewegen. Ich folge dem Geräusch. Du gehst durch den Nebel und du merkst, dass der sich langsam ein wenig lichtet. Also der wird wieder ein bisschen dünner. Du kannst wieder weiter mehr von diesem Wasser sehen. Und vielleicht sowas wie ein Horizont. Okay. Und dann siehst du sanft in einer nicht existierenden Brise hin und her, so schwingend, ganz mild, feine silberne Fäden. Das erinnert dich vielleicht so ein bisschen an den windigeren Tagen, wenn in East Haven, weißt du, so Seile gespannt worden sind am Hafen, die so ein bisschen, weißt du, lose hingen und dann so hin und her geschwungen sind im Wind. Ja, einfach weiter. Folgst du denen oder gehst du nur drunter her? Also was tust du? Ich glaube, ich folge denen. Irgendwo müssen die daran festgemacht sein. Gehst du, sag ich jetzt mal, um es bildlich zu beschreiben, nach links oder nach rechts sozusagen? Immer nach links. Immer nach links. Kannst immer davon ausgehen, wenn ich die Wahl zwischen links und rechts habe, gehe ich immer erst nach links. Okay. Das ist die Labyrinth-Survival-Technik, wa? Nee, das ist meine politische Einstellung, aber ja, so kann man das verkaufen. Wow. Wow, jetzt muss ich mir kurz was auswürfeln. Oh, Viel interesting. Spaß, deine politische Einstellung hat dich soeben umgebracht. Deine politische Einstellung hat soeben dafür gesorgt, dass du eine Alignment Change hast. Nein, Scherz. Chaotic Evil. Das wäre jetzt geil, wenn du einfach den Schnüren folgst und je nachdem, wo du hingehst, ändert sich dein Alignment. Ey, es ist deine Seele. Ich brauche keiner Logik folgen, aber du folgst den Schnüren weiter. Und nach einer Weile merkst du, dass das Wasser um deine Füße, das hatte nur so, das war nach der Tür, sollte ich vielleicht auch noch anmerken, ein bisschen seichter geworden. Also vorher ging dir das ja schon so bis zu den Knien. Und das war jetzt halt so ein bisschen seichter geworden, also vielleicht noch so ein bisschen zu den Knöcheln. Ne? Oder vielleicht ein bisschen höher. Und du merkst jetzt sozusagen, dass praktisch du folgst weiter den Schnüren und stößt dann praktisch, weißt du, so fällst fast vorne über, als du mit dem Fuß einen weiteren Schritt machst und dann feststellst, dass es da unglaublich tief wird.
Okay, dann schaue ich da mal in die Tiefe. Ja. Es hat fast so ein bisschen sowas, wie wenn man an einem, weißt du, so am Strand gibt es ja oft diese Stelle, sozusagen, wenn das seichte sozusagen Gewässer endet und dann das relativ schnell sehr tief wird, weißt du? Wenn man an so einem Strand ist. Und so ein bisschen so sieht das aus, wenn du nach unten siehst. Du siehst wirklich, wie dieser, es ist schwierig zu erklären, dieser neblige, fast nicht existente Untergrund, auf dem du gegangen bist, sanft absackt und dann tiefer geht. Und würfel doch mal bitte für mich Perception. Einfach damit ich weiß, wie viel du jetzt schon siehst. Haben wir von meiner 18 plus 22. Das ist solide. Du stehst da gerade so und guckst runter in das, in sozusagen diesem, ja, in diesen seichten Abhang unter dem Wasser. Und als du deinen Blick wieder aufrichtest in Richtung Horizont, in Richtung des seichten Nebels, der über der Oberfläche schwimmt, siehst du den Umriss eines Schiffs. Kenne ich dieses Schiff? Auf die Entfernung schwierig zu sagen. Es sieht aus, als ob es in deine, so, weißt du, so, als ob es in deine Richtung fährt. Nicht zwingend direkt in deine Richtung, aber so in die generelle direkte Richtung, in der du bist. Es ist ziemlich groß. Es ist größer als die Schiffe, die du aus East Haven kennst. Es ist ähnlich groß wie, ja, wie die Schiffe, die du hier am Ha also in Luskan am Hafen gesehen hast. Es ist ein, du würdest sagen, von dem, was du sehen kannst, wahrscheinlich ein Zweimaster. Der sich mit guter Geschwindigkeit, trotz dem nicht existenten Wind, auf dich zubewegt. Dann lieg ich da mal. Hierher, hierher. So dieses mit beiden Armen, dieses Gewinke. So Ja. dieses hier, hier. Ja. Here I am. Ja. Du winkst und du hast das Gefühl, dass das Schiff, weißt du, so ein bisschen Kurs korrigiert und weißt du, so fast schon wie so eine, weißt du, wie so eine Kurve fährt, weißt du, um seitlich sozusagen an die Stelle ranzufahren, wo du bist, hast du so ein bisschen das Gefühl, weißt du? Ranzufahren ist das falsche Wort, aber sozusagen so den Kurs zu korrigieren, dass die Seite zu dir gedreht sein wird, sobald das Schiff ankommt. Dauert ein paar Minuten. Aber was dir schon auffällt, als das Schiff näher kommt, ist die Tatsache, dass du erstmal praktisch niemanden auf dem Schiff siehst. Also du siehst, wie sich Taue verschnüren und wie sich, weißt du, wie sich die Schlingen sozusagen, durch die man hochgehen kann auf den, in das Krähennest, wie die sich bewegen, aber du siehst keine Personen auf dem Schiff. Dann würde ich das Schiff doch mal betreten. An der Seite hängen so ein paar Taue runter, aber keine Strickleiter. Du müsstest einmal für mich entweder Acrobatics oder Athletics würfeln, je nachdem, was du besser kannst. Komm, ich bin doch hier jetzt der König. Ich benutze doch einfach meinen Intelligenzwert und versuchen wir mal so eine Treppe da hochzubauen. Dann versuch das doch mal. Du kannst einfach hochdrücken, genau. Ich habe einen Knopf dafür, deswegen Dann. sind die 14 da im letzten. Was? Kriegst du da noch einen Bonus zu oder ist das flat? Nö, also Intelligenz wäre das so fällig. Okay.
Du versuchst dich zu konzentrieren darauf, ne, so diese Treppe zu bauen, und du merkst, dass vorher du sehr, ich nenne es mal, weißt du, dich unglaublich anstrengen musstest, damit irgendwas hier sich bewegt. Aber du merkst jetzt, dass was auch immer du nutzt, um das, um diese Magie oder was auch immer es ist, zu kontrollieren, dass die ihre Energie aus dir jetzt von woanders herzieht. Es fühlt sich Heißt, anders ich an. gefährde nicht mehr mit dem Zaubern meine Seele oder sowas. Scheinbar nicht. Du hast das Gefühl, als wird es, weißt du, so ein bisschen, vorher hat sich's angefühlt, halt jedes Mal wie eine extreme Anstrengung, wenn du versucht hast, etwas in dieser Welt zu verändern. Und jetzt, seit du durch die, seit das Licht da ist und seit um dich rum dieses goldene Glimmen ist, seit du durch die Tür bist, fühlt es sich einfacher an. Viel natürlicher, so als würdest du nicht mehr versuchen, es zu erzwingen, sondern als würde es einfach aus dir rausfließen, sozusagen. Und vor dir schiebt sich langsam eine, ja, milchig-weiße Treppe aus Nebel herauf, die sich praktisch fast schon organisch bis an, sozusagen, an den Rand, sozusagen so, als sich am Rand des Schiffes hochschiebt. Dann Treppen, Trappel hoch da. Die Treppe ist so ein bisschen weich, wenn du drauf trittst. Wie gesagt, es fühlt sich fast so ein bisschen an, als würde man auf Watte gehen. Das würde es vielleicht am besten beschreiben. Aber sie hält. Und für dich als Meta-Information in Zukunft kannst du deinen Charisma-Bonus nutzen statt deinem Intelligence-Bonus. Sehr schön. Wunderschön, nicht? Ja, Wunderschön. mein Kopf hat verstanden, dass ich dumm bin. Sehr gut. Das schreibe ich als Zitat vorne in Fog and Mirrors immer rein, in jedes Event jetzt. Mein Kopf hat verstanden, dass ich dumm bin. Das notiere ich mir jetzt. Du gehst die Stufen hinauf und kommst auf dem, ja, auf dem Deck des Schiffes an. Es ähnelt tatsächlich den Schiffen in Luskan sehr. Der einzige Unterschied, der dir auffällt, ist, dass jetzt, wo du hier stehst, irgendwie kommt es dir doch bekannt vor. Auf Entfernung nicht, aber irgendwie, als wärst du hier schon mal gewesen. So fühlt sich's irgendwie an. Aber du kannst nicht so richtig, weißt du, den Finger drauf deuten, warum. Es fühlt sich aber irgendwie vertraut an, dieses Schiff. Wenn ich das Schiff im Kopf mal, also nicht also im Kopf, jetzt ohne es wirklich umzudrehen, mal drehen würde, würde mich das an eine gewisse Taverne erinnern? Du meinst, was unter einer gewissen Taverne ist? Oder was meinst du? Nein, ich meine, dass die Taverne ist ja, glaube ich, oben drüber auch ein Schiff. Seven Sails, oder? Das Seven Sails ist eine normale Taverne vom Außen. Also es ist eine sehr verschachtelte Taverne und Ach mit vielen nee. Geheimgängen. Darunter in dem die Bibliothek, wo Amon ist, Genau. die ist ja ein umgedrehter Schiffsrumpf. Ja. Könnte das das Schiff sein? Ja. Denke ich mal rein ins Schiff, ja, unter Deck. Sokai sagt gerade, das ist ja noch besser als Elos. Ach nee, ich bin ja dumm. Aus Rotre, wunderschön. Ja, ich bin halt nicht einfach dumm, sondern mein Kopf hat einfach realisiert, dass ich dumm bin. Manchmal die harten Fakten, das muss das Gehirn erstmal verarbeiten. Das dauert manchmal 21 Jahre oder so, aber es geht. Du schaust dich um und siehst die Tür, die unter Deck führt. Und als du unter Deck kommst, siehst du
Regale über Regale, die dir sehr bekannt vorkommen. Finde ich hier Und irgendwo nirgendwo? Moment, und als du sozusagen dich zu der Tür umdrehst, stellst du fest, dass ne, so generell, du hast ja gerade so das Schiffsdeck angesehen und hast dich dann auf den Weg zu der Tür gemacht und stellst fest, diese silbernen Schnüre sind um den Mast geschlungen und oben sozusagen um das Geländer, was hinter dem sozusagen das Steuerrad ist. Und eine ist auch über der Tür befestigt, als du runtergehst. Und als du dann unter Deck kommst, wie gesagt, siehst du überall diese unzähligen Regale. Das Schiff wirkt allerdings ein wenig zusammengestauchter, als es unten in der Höhle war. Denn da war ja in sich das Schiff auseinandergenommen worden, um Bei die. mir war gerade super lag, nachdem ich runtergegangen bin. Hast du das mit den Schnüren noch gehört? Ja, ich bin mit Schnüren da, die haben mich quasi dahin geführt und dann, Achso, du hast also sozusagen die Beschreibung vom Deck gar nicht mehr mitbekommen, dann. ja. Wiederhole ich die nochmal. Als du auf das Deck kommst und gerade dich auf den Weg zu der Tür nach unten machst, ne, wohinter es unter Deck geht, stellst du fest, dass diese Schnüre um die Mäste gewickelt sind und um das Geländer, hinter dem das Steuerrad ist, auf der oberen Ebene. Ne, da gibt es ja immer links und rechts diese Treppen, die hochführen, wo das Steuerrad ist. Und da ist ja immer so ein kleines Geländer sozusagen davor, damit man nicht runterfällt. Da sind die auch dran geschnürt und eine ist verbunden mit sozusagen mit der Laternenhalterung über der Tür, durch die du gerade durchgehst. Und da hast du ein bisschen das Gefühl, obwohl das Schiff sich gedreht hat, dass die Schnüre immer noch in dieselbe Richtung, weißt du, sozusagen so über das Schiff geradeaus nach vorne gehen. Halt weiter nach geradeaus in den Nebel hinein, wenn du den mit dem Blick folgst. Sozusagen in die Richtung, aus der du gerade gekommen bist. Als würde das Schiff quasi den Schnüren folgen. In Ordnung. Oder vielleicht, es ist schwierig zu sagen, es könnte sein, dass es den Schnüren folgt. Da müsstest du wahrscheinlich länger auf dem Schiff bleiben, um das bestätigen zu können. Aber die scheinen halt an dem Schiff vielleicht als so eine Art Markierung befestigt zu sein. So wie wenn man durch ein Labyrinth oder so, wenn man dahin durchgeht, eine Wollschnur daran, weißt du, so irgendwo dran bindet, wenn man weitergeht, damit man seinen Weg zurückfindet. Vielleicht sowas. Du gehst unter Deck. Ja. Die Stufen knarren vertraut. Und als du unten ankommst, siehst du eine zusammengestauchtere Version des Schiffsrumpfes, den du unter dem Seven Sails gefunden hast. Dort war der ja so ein wenig auseinandergezogen worden, um die Höhle halt zu stabilisieren. Also der sozusagen, die hatten den Rumpf halt nicht intakt gelassen, sondern hatten halt große Teile davon sozusagen in der Höhle verbaut. Das ist, glaube ich, die beste Beschreibung. Das, was du hier siehst, ist wahrscheinlich, wie das Schiff ursprünglich aussah. Gut, dass mein Kopf das weiß. Ist interessant, ne? Ja. Tja. Irgendwie. Als gäbe es nicht nur einen Future, sondern auch einen Past, Cyrus. The days of Cyrus past. Auf Cyrus Future Past. Ja, wie gesagt, links und rechts säumen sich die Regale, die du schon kennst. Du siehst einige der Banner, die offensichtlich von den Golden Dragons gemalt wurden, sollte man wahrscheinlich besser sagen. Die Kinderbanner, die hier links und rechts sozusagen an den Stützpfosten sozusagen befestigt sind.
Und teilweise an den Regalen, so an den Seiten, dass die nicht vor den Büchern hängen. Und du Also, die kannst. sind noch da. Das sind, würdest du tatsächlich sagen, andere als die, die du in der Höhle gesehen hast. Diese hier sind etwas kürzer und sehen ein bisschen anders aus. Aber es sind definitiv von denselben Kindern gemacht, würdest du sagen. Aber es sind nicht genau die gleichen, die du in Ja, der es Höhle sind nicht genau gesehen die hast. gleichen, aber sie zeigen auch das Symbol der Golden Dragons. Ja. Genau. Ja. Kurz zur Beschreibung, damit du sozusagen Bescheid weißt. Das hier ist sozusagen der Hauptraum des Unterdecks. Und weiter hinten kannst du eine Tür sehen, die wahrscheinlich zur Captain's Kajüte führt, würdest du mal schätzen. Dann gehe ich da doch einfach mal weiter durch. Auf die Kajüte zu. Du gehst vorbei an den Bücherregalen und an den Schriftrollen. Anders als in der Höhle, wo die Sachen größtenteils säuberlich sortiert sind, sind hier teilweise Bücher aus den Regalen genommen und aufgestapelt worden, weißt du, so Bücherstapeln auf dem Boden. An einigen Stellen hast du das Gefühl, da hat sich vielleicht jemand hingesetzt und ja, so weißt du, so Schriftrollen und Bücher um sich rum ausgebreitet, während er da gesessen hat. Dann schaue ich mir doch mal an, was das für Schriftrollen und Bücher sind. Du beugst dich darüber. Willst du dir eine sozusagen von diesen Sitzecken, nenne ich sie jetzt mal, angucken? Ja. Okay. Du guckst dir an, was da so alles zusammengesammelt wurde. In dieser spezifischen Sitzecke siehst du, oder sozusagen in dieser Sammlung von Blättern, siehst du eine Karte sozusagen der Küstenumgebung von Luskan, da bist du dir ziemlich sicher. Du hast auf jeden Fall bei den Coinspinnern schon mal eine Karte gesehen von der Stadt. Aber die Stadt ist auf dieser Abbildung wesentlich kleiner. Du kannst sehen, dass die Gebäudestruktur ein bisschen anders ist als auf den Karten, die du von der Stadt gesehen hast. Und auch von dem, was du über die Stadt an Gebäuden weißt. Du siehst, dass einige Gebäude, die jetzt existieren, nicht verzeichnet sind und dass andere, die hier verzeichnet sind, eigentlich nicht mehr existieren. Also die definitiv nicht mehr existieren. Und du erinnerst dich auch, dass, als du damals in die Stadt gekommen bist, dass du gesehen hast, dass einige Dächer und so, also dass es halt ausgesehen hätte, als wäre die Stadt teilweise neu aufgebaut worden irgendwann mal. So ein bisschen Aber ich kann dieses. diese Gebäude eigentlich nicht kennen, oder? Nein. Du hast auf jeden Fall vorher, außer dem Namen der Stadt Luskan und ein paar Erwähnungen während deinem Unterricht als Kind und als Teenager, hast sonst nie mehr über die Stadt gelernt. Also nur das Nötigste, sag ich mal. Okay, und ich habe auch nicht in Luskan irgendwie mal eine Karte gesehen, so dass ich das wüsste. Keine, die dir diese Gebäude angezeigt hätte, nein. Alle Karten, die du gesehen hast, sind moderne von der Jetztzeit, sozusagen. Oder von der Zeit auf jeden Fall, in der Cyrus lebt. Wo wir immer noch nicht genau wissen, wann das ist. Tja, Okay, ich bin offensichtlich immer noch nicht frei von äußeren Einflüssen. Toll. ansonsten siehst du, nur so damit wir das abgeklärt haben, du siehst, dass dort Routen eingezeichnet wurden mit verschiedenen Tintenfarben und mit namentlichen Markierungen. Du siehst unter anderem Rathnor. Der Name kommt dir sehr bekannt vor. Ich muss mal kurz was aufmachen. Quasi, als wären da Gebiete eingezeichnet. Von den Captains Ja, immer. so ein bisschen, oder Routen, würdest du mal behaupten. Ah. So, ein wenig, one second. Ich muss mal kurz was aufmachen, damit ich hier keinen Stuss erzähle.
So. Weil auch ich bin ein Spieleleiter Fehlern. mit Fehlern. Und da bin ich auch ehrlich drüber. Und da versuche ich dann immer möglichst, so gut ich kann, alles in seiner Ordnung zu halten. Du siehst einige Namen. Wie gesagt, Rathnor ist einer. Du siehst generell die Namen aller Captains, von denen du bis jetzt gehört hast. Und dann siehst du noch einen Namen. Shargul. Ja, der Captain, der es nicht so weit geschafft hat. Der Captain, der für die Die Kinder das Seven Sevens, Sails gebaut genau. hat. Ja. Ja, die anderen Namen, auch nochmal um sie aufzuzählen, sind Tael, Baram, Kurth, Soljak und dann Rathnor und der sechste im Bunde, Shargul. Okay. Das war aber auf dem Weg zur Kajüte. Ich bin noch nicht in der Kajüte, oder? Nein. Das ist sozusagen in dem Unterdeck. Das wirkt so ein bisschen, als ob hier vielleicht jemand Nachforschungen betrieben hätte oder vielleicht Notizen sich gemacht hat oder so. Du siehst auch bei der Sitzecke, über die du dich jetzt gerade beugst, dass da ein Tintenfass und eine Feder daneben liegen. Und wenn du dir die Tinte näher ansiehst, stellst du fest, dass die frisch beschrieben ist. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Gut. Ich hole mal Hallo. Mach mal einen Perception-Check. Ja, eine 18. Du kannst aus der Captain's Kajüte ein lautes Schnarchen hören. Wer schläft da in meinem Kopf? Ich hatte Ich sogar gehe auf gehofft, die dass. Captain-Verhüte zu, ein bisschen sauer. Welcher Sack nimmt sich die Frechheit raus, in meinem Kopf zu schlafen? Du gehst auf die Captains-Kajüte zu und willst du die Tür aufreißen? Also, wie gesagt, was machst du? Das Schnarchen klingt so ein bisschen so, Ich nachdem mache die Tür du. erstmal leise auf. Okay. Das Schnarchen klang übrigens so dieses klassische, wenn man jemanden ruft, der schläft. Weißt du, so dieses einmal so dieses laute Aufsnorren und dann sich genau und sich umdrehen. Ich will noch nicht aufstehen, Mami. Noch 5 Minuten Minuten. oder 200 oder so. Oder 10.000. Du, Alle Minuten. öffnest vorsichtig die Tür. Ich lasse dich da jetzt mal nicht auf Stealth werfen. Die Person schläft. Offenkundig. Zumal ich Stealth kann. Ja, du kommst rein und der Raum sieht ein bisschen aus, was du dir unter einer klassischen Captains-Kajüte vorgestellt hast. Du kannst den großen Tisch sehen, der in der Mitte ist. Du siehst den Globus, Karten, die schon fast über den Rand des Tisches schwappen, von ihrer Größe. Du kannst hinten dieses, weißt du, so eine Fensterreihe sehen, durch die du den Nebel sehen kannst. Und zu deiner eigenen großen Verwirrung in weiter Entfernung die Tür. Die blaue. Okay. Ziemlich weit entfernt, aber du kannst sie sehen von hier aus. Du siehst außerdem, dass dort ein, sozusagen an dem Fenster, ein Fernglas aufgestellt wurde, ein großes. Du hast schon mal so eins gesehen. Ihr hattet eins im Laden.
Und du siehst zu linken, weißt du, so praktisch so Vorhänge, hinter der wahrscheinlich so eine Kajüte ist, weißt du, zum Schlafen oder so eine Koje, gehst du mal von aus. Und du siehst auf der anderen Seite einen Ort zum Ankleiden. Es gibt hier ein paar Truhen, in denen Dinge verstaut werden können und ähnliches. Aber was das alles unglaublich einnimmt, ist die Person, die mit auf den Tisch gelegten, übereinander geschlagenen Beinen tief in den Stuhl gesunken schläft und leise vor sich hin schnorchelt. Wie sieht diese Person denn aus? Ungefähr so groß wie du. Vielleicht einen Tacken größer. Du kannst es nicht so genau sagen, die Person steht nicht Bisschen neben dir. rötliche Haare, nur ein Arm. Nein, leider nicht. Du siehst eine wahrlich wilde, wildkrause, braune Mähne. In sich, es wirkt so ein bisschen, weißt du, jemand mit naturkrausen Haaren. Ne? Also so dieses, nicht diese, nicht Locken, sondern einfach kraus. So ein bisschen, die wild in alle Richtungen abstehen, fast, ja, so ungefähr aber so das Volumen haben gut von einem Afro. Damit du so die Idee hast, wie groß das Ding ist. So was Löwenman-eskes, richtig groß. Die Haare stehen, wie gesagt, in alle Richtungen wild ab. Jetzt so ein bisschen nach vorne geschunkelt, weil die Person halt so tief in die Lehne gerutscht ist. Du kannst einen etwas besser getrimmten Bart sehen. Braunes Haar, also so mittelbraun. Medium braun. Du siehst braune Stiefel, eine weiß-rot gestreifte Hose und ein Leinenhemd. Du siehst muskulöse Arme, die, weißt du, so praktisch so, weißt du, so auf dem Brustkorb, weißt du, so verschränkt sind und der Kopf liegt da fast schon halb drauf. So dieses. So. Ist die Person quasi so ein bisschen in der Neige? Du meinst, dass der Stuhl so gekippelt ist? Ja. Ja. Dann schleiche ich mich jetzt an den Stuhl ran. In welchem Sinne? Dass der umkippt oder dass der sich wieder Ja, ich gerade schleiche mich stellt? daran und dann ziehe ich von hinten das Stuhlbein quasi weg. Ist der da hinten? Oh, du Mobber. Du Mobber. Nein, das hat der verdient. Der pennt einfach in meinem Kopf, ohne meine Erlaubnis. Das ist nicht hinnehmbar. Und Mobbing nichts zu tun. Ich habe meine ausgleichende Gerechtigkeit. Lord Varroth, verdammt Cyrus. Alle meine Theorien sind in einem schwarzen Buch mit einem silbernen Knopf in meinem Kopf und du zündest das gerade an. Naja, zurück zur Wand des Wahnsinns. Ja, das ist halt Daniel. Daniel hat halt ganz viele Theorien gesagt und die sind alle falsch. Jetzt ist alles wieder kaputt. Gut. Du ziehst das Stuhlbein weg. Das ist kein Problem, die Person schläft tief. Der Stuhl, weißt du, so, ja, fängt sozusagen an, nach hinten zu fallen. Und du merkst so dieses, in solchen Situationen wachen Leute ja manchmal auf. Er tut's auf jeden Fall. Und du hörst halt dieses, weißt du, wie sich die Arme plötzlich nach vorne strecken. Also, und der Stuhl kippt mit einem lauten Knallen nach hinten. Oh Gott! Oh, ich werde hier nie wieder schlafen. Richtig, das ist so korrekt. Jetzt erklär dich, wer auch immer du bist. Du siehst nur, der hat praktisch, weißt du, so die Beine, weißt du, so an sich rangezogen, weißt du, und hält sich so den Kopf, so dieses, oh, ne, der hat sich wohl scheinbar ganz schön in den Hinterkopf gestoßen. So, oh, darf ich mal wissen, wer du bist? Das solltest du wissen. Du bist hier. Und dann merkst du, als du das gerade sagst, wie er stoppt, weißt du, so wirklich in der Bewegung, und dann guckt er dich an. Du bist hier? Und er, weißt du, und er richtet sich so auf. Jemand ist hier? Das ist großartig! Und er, weißt du, nur so, und richtet sich auf und streckt sich einmal so richtig schön durch. Oh Gott! Aber du hättest mich ein bisschen freundlicher aufwecken können, Junge. Mein Gott. Du hättest, ich weiß nicht, nicht hier sein können? Aber ich bin hier. Warum sollte ich nicht hier Ja, sein? Das ist ich mein sehe das. Schiff. Ja, und das ist mein Kopf. Ich sehe das als großen Bruch meiner Privatsphäre. Oh Gott, was würfeln, was mein Gesicht würfeln.
Wo ich ihn gerade hingeschmissen. Ey! Ob ich dich. What the fuck? Ob ich. Ich hatte die doch gerade in der Hand. Bin ich bescheuert? Ob ich die Bremse. Ja. Ja, das. Das war keine ernst gemeinte Frage da. Ich weiß. Das hindert mich nicht daran, diese Frage zu beantworten. Er mustert dich kurz und sagt dann: Du musst ein bisschen verwirrt sein, Junge, weißt du? Und er klopft dir so freundlich auf die Schulter. Warum sollten wir in deinem Kopf sein? Ah, du. Eure Welt hat das mit den, wie das alles funktioniert, noch nicht ganz verstanden, ja? Ich lasse zwei goldene Handschellen um seine Hände erscheinen. Mit meinem Charisma-Bonus, bitte. Die sind gerade sehr weit auseinander. Willst du die praktisch zusammenschnappen lassen? Oder wie genau, soll ich mir zack. Das vorstellen? Genau. Da muss ich jetzt auch was würfeln. So, Kais, das ist ja die Vermutung. Am Ende ist er gar nicht mehr in seinem Kopf, sondern in dem von dem anderen Kerl. Alle sind connected. String-Theorie. Oh mein Gott, du bist den Schnüren gefolgt. Das ist wirklich die String-Theorie. Da hatte ich noch keinen Plan abgedacht. Was hast du gewürfelt? Eine 15. Was für einen Bonus hast du? Mein Charakter-Bonus hast du gesagt, ne? Mhm. Also wenn du irgendwas in der Welt verändern willst, ja. Ja, das ist plus 4, also das wäre jetzt 19. Eine 19. Da muss ich jetzt tatsächlich mal kurz nachgucken. Du formst die Handschellen um seine Hände, weißt du, die schnappen, weißt du, die Hand, die auf deiner Schulter ruht, schnappt so, weißt du, schnappt so zu ihm zurück und du merkst halt, wie sich die goldenen Funken, die auch hier drin sind, weißt du, aber hier drin ein bisschen milder, weil sie gehen ja in sich von dem Wasser aus, aber sie sind auch hier drin, wie die sich zu Handschellen formen, die sich um seine Hände schließen. Und er guckt die so ein bisschen an. Ich gucke ihn dann ganz freundlich an. Mein Name ist Cyrus Baxley. Ich bin ein Gott. Er guckt dich an und fängt schon an zu lachen. Guter Witz, Junge, guter Witz. Und dann mache ich jetzt mal eben noch einen Wurf. Und das war kein Witz. Und dann, weißt du, so klatscht er einmal so, weißt du, die Handschellen, das, die sind ja wie normale Handschellen praktisch mit diesem Zwischenstück, gehe ich mal davon aus, weil du dir ja normale Handschellen vorstellst. Ja, ich habe mir jetzt einfach vorgestellt, dass das zwei Ringe sind, die aufeinander zu quasi, die aneinander anziehen. Ah, okay. Ja, er praktisch, weißt du, so seine Handballen liegen sozusagen noch so aneinander und er macht dann so, klatscht einmal laut, ne, so schlägt die so zusammen und du siehst, wie die Ringe sich ein ganzes Stück weiten. Und er die so, weißt du, so um seinen Finger dann, so weißt du, so die eine Hand rausnimmt und ja. Die dann anfängt, um einen seiner Finger zu drehen und dann. Nicht schlecht, nicht schlecht. Faszinierend. Und er hält die dir hin, als würden die dir gehören. Ich lass die einfach verschwinden, also. Ja. Er lächelt. Also, nicht schlecht, nicht schlecht. Zeig mir mal deine Hände. Und er. Also. Ey, warte. Also ich halte die Hände schon so vor mich, so, aber mit so Richtung von wegen, hey. No touching. Ja, genau. No touchy. Du kannst deine Hände gerne für dich behalten, keine Panik. Ich wollte sie mir nur mal anschauen. Das ist nämlich meine. Und das hier ist auch meins. Das ist nämlich mein Kopf. Wenn du das sagst, fängt er wieder an, amüsiert zu grinsen. Gib ihm meine Worldbending Abilities und der Junge denkt, er ist ein Gott. Ja. Nein, ich bin kein Gott. Ich dachte, dass du irgendein Kriterium bist, den man damit reinlegen könnte. Ja. Er guckt dich, wie gesagt, an. Übrigens, das war ein Zitat von Lord Varroth, aber wir können das auch gerne so übernehmen. Das meiner Worldbending ist dann tatsächlich, weil das passt sogar sehr gut, ist auf Elfisch. Also er hat so mitten im Satz. Das ist einfach ein altes magisches Wort, für das die menschliche Sprache keinen Ausdruck besitzt. Ja. Er sagt halt, er guckt dich dann halt an und sagt: Gut, dann Mr. Baxley. Oder willst du wirklich, dass ich dich Gott nenne? Er wirkt amüsiert. Fände ich nicht so übel. Oh, ich kann mit allem arbeiten. Und er deutet so auf die anderen Seite des Tisches und du siehst, wie sich da ein Stuhl manifestiert.
der aber nicht aus den goldenen Funken gemacht ist, sondern der mehr oder minder, weißt du, der sich so praktisch so selber in die Existenz zeichnet, könnte man das fast sagen. Also du siehst praktisch, wie die äußeren Kanten sich erst bilden und es sich dann ausfüllt. Setz dich. Und er stellt seinen eigenen Stuhl wieder hin und sagt dann, dass du hier bist, sollten wir feiern. Und er greift, Ja. er Ich öffnet. setze mich in den Stuhl und währenddessen wird aus dem Stuhl ein ganz pompöser, gepolsterter Sessel. Er kommentiert das gerade nicht, weil er sucht gerade in einer der Schubladen von dem Schreibtisch. Also das ist so einer, weißt du, wie so ein schwerer Sekretär. Er öffnet eine von den Schubladen und sucht so ein bisschen dann. Ah, hier. Und er holt eine leere Flasche raus, die er auf den Tisch stellt und dann Wenn du kurz. jetzt Kakao in diese Flasche zauberst, schmeiße ich dich hier achtkant raus. Sagst du das zu ihm? Ja. Er guckt dich an. Nein, ich hatte eher an was Alkoholisches gedacht, aber. Und Das er. klingt gut. Ihr sauft jetzt zusammen in deinem Kopf, ich finde das gut. Er greift halt praktisch, weißt du, so den Hals von der Flasche, weißt du, und schwenkt die so ein bisschen, weißt du, so hin und her, weißt du, so dieses, so diese Le so leicht drehend, ne? Und du siehst, wie sich darin Funken bilden, die in der Flasche aufsteigen, fast bis zum Flaschenhals, und dann runterfallen und sich in eine dunkle Flüssigkeit verwandeln. Die so Bernsteinfarben ist. Er so, ah! Und er sagt so, magst du ein paar Becher machen? Während ich die andere Flasche fülle, er zieht eine zweite Flasche da unten raus und fängt an, die ebenfalls zu schwenken. Ich machte gläserne Kelche, die allerdings rein formtechnisch, nee, natürlich, sie sind aus Glas, aber sie sind rein formtechnisch so, als, ja, wären das so kleine Holzbecher, durch die man mal Bleistifte, Kohlestifte gesteckt hätte. So ein bisschen, weil das der letzte Becher ist, an den ich mich großartig erinnere. Nicht die endlosen Cartoon-Schubladen, ich bin empört. Moment, das können wir ändern. Er zieht eine zweite Flasche raus, die ist oben verkorkt und schwenkt die auf und da drin füllt sich eine rote Flüssigkeit, während du das machst. Und dann nimmt er oben die Schublade, die über dieser, weißt du, dieser Klappenschublade ist, das ist dieses klassische oben Schublade, unten Klappe. Er nimmt die und zieht die so nach hinten und die geht auf fast bis zu dem Fenster hinter ihm. Das ist jetzt wichtig. Und so wühlt kurz in der Stelle, wo er jetzt gerade ist. Und findet einen Flaschenöffner, den er dann, weißt du, auf die Flasche setzt und die halt aufmacht. Und da einmal, weißt du, so einen tiefen, weißt du, so einen tiefen so Luftzug durch die Nase nimmt und während sozusagen so, weißt du, so dieses. Und die auch hinstellt. Und dann er einfach nur so eine schnippende Handbewegung macht und die Schublade wieder zuknallt. So. Das ist also dein Kopf, ja? Ich gehe davon aus. Ich habe noch kein überzeugendes Gegenargument gehört. Ich war eher davon ausgegangen, dass du, naja, nur als Reisender durchkommst. Aber es ist interessant, dass das dein Kopf ist. So eine Theorie habe ich noch nie gehört. Und er gießt sich, ich mache das jetzt mal soundtechnisch. Er nimmt sich eins von den Gläsern. Weißt du, nur so guckt sich das an und guckt, nur so guckt interessiert und nickt dann und gießt sich was von der bernsteinfarbenen Flüssigkeit ein. Und hält die dann hin oder so, oder du kannst Wein nehmen, was dir besser gefällt. Ich nehme einfach die Flasche. Die Weinflasche oder die bernsteinfarbene? Also Die wir sagen jetzt mal. Bernsteinfarbene. Sehr gut. Der Branntwein. Es ist, wenn du einen Schluck davon nimmst oder was dir ins Glas eingibst und es probierst, wirst du feststellen, der erinnert dich sehr an den Schnaps aus Luskan tatsächlich. Vielleicht ein bisschen stärker sogar. Ja.
Okay, dann gib mir doch mal deine Theorie, wo wir hier sind. Ist komplex. Weißt du, so tippt auf die große Karte, die auf dem Tisch liegt, die die anderen, weißt du, überschattet. Dabei handelt es sich um eine wohl selbstgezeichnete Karte, würdest du sagen. Du siehst, dass sozusagen auf dem letzten Ende von der Karte siehst du Luskan und einen riesigen Anteil von dem Meer. Und dann irgendwo relativ mittig hat er so eine Art, weißt du, so eine schraffierte Linie gezeichnet. Und dann dahinter hat er nur notiert Nebelmeer. Ich glaube, sagt er nur so, oder das ist auf jeden Fall meine Theorie nach. Ach, ich weiß schon nicht mehr, wie lange ich hier schon bin. Ist schon eine Weile her. So 19 Jahre? 19? Das war nach meinem aktuellen Wissen, das ist das aktuelles Alter, oder? Ja, nee, er ist, glaube ich, so. Nee, er ist älter, er ist älter. Er muss 21 sein, weil wir Dann das in der. so circa 21 Jahre? 21 Jahre, es könnte sein, es gibt hier keinen Tag und keine Nacht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nirgendwo angefangen, Tage zu zählen oder sowas, also so Zeitgefühl, Zeitgeschehen, Ist schwierig ohne. Schlafzyklen. Er deutet aus dem Fenster. Schwierig ohne Sonne und Mond. Und Tag und Nacht. Schlafzyklen. Ich schlafe auch noch immer. Irgendwann kannst du die Stunden nicht mehr zählen. Ich habe es am Anfang mit einem Stundenglas versucht. Und er deutet, weißt du, so auf eine der, weißt du, so auf eine der Anrichten, die in dem Zimmer stehen. Und du siehst, dass da zig verschiedene Sanduhren stehen. Ich habe auch versucht, einen Tag- und Nachtrhythmus einzuführen hier, aber das funktioniert irgendwie nicht. Es hat ein paar Mal kurz funktioniert, aber dann ist es nach einer Weile immer wieder verschwunden. Die Sachen sind nicht so langanhaltend. Langanhaltend genug, aber nicht langanhaltend. Meistens. Dinge, die nicht aus der richtigen Welt kommen, könnte man sagen, oder? Naja, es ist kompliziert, er wedelt so mit der Hand. Es ist schwierig. Moment, wir müssen ganz kurz jetzt eine spontane Pause machen. Okay. Ungefähr da. Okay. Machen wir kurz eine Pinkelpause. Jetzt switche ich mal auf den anderen Screen. Oh, ich könnte. Moment, wir wechseln noch mal eben kurz. Ich könnte ja in der Zeit mal hier mir das hier greifen. Nee, das ist die Tür. Das will ich. Copy. Nein, nicht Morgenkaffee. Das üben wir noch mal. Wo werde ich das hinpacken? Da drüber. Hat Paste. sich schon geklärt. Okay. Ich bin gerade dabei, alles umzubauen. Wunderschön. Alles gut bei dir soweit? Wunderschön. Ja. Ja, ich habe gerade das goldene Geflimmer in den anderen Screen eingefügt, wenn du weg warst. Unversehentlich auf das Morgencafé-Setup geklickt. So schön, dass sich das Leib alles bewegt. Ich versuche, das Ganze ja immer möglichst langsam sich entwickeln und fortschrittlicher zu machen. Gut. Dann können wir aber wieder rüber switchen. Ja. Nur so wie gesagt, er hat halt gerade so, ne, so dieses gesagt, naja, Dinge bleiben halt nicht so lange. Lange genug, aber nicht so lange. Es sei denn, sie kommen aus der materiellen Welt. Das ist kompliziert, glaube ich. Schwierig. Du siehst, wie er sich, weißt du, so laut am Bart kratzt, also dieses Krat, Krat, Krat Geräusch. Und. Laut am Bart. Laut am Bart. Ja, Okay. dieses Geknister, wenn der Bart ein bisschen länger ist, weißt du, man kann das ja wirklich hören, weißt du, so, wenn. Also, ich kann das gar nicht, das Geräusch beschreiben, so ein leises Knistern schon fast. Und er sagt dann, okay. Also. Du bist in deinem Kopf. Aus deiner Perspektive.
Wie bist du hier hingekommen, wenn man das fragen darf? Also einfach nur so. Also, so spontan. Ich erzähle dir meine Lebensgeschichte. Erzählst du? Ja. Ja, wie gesagt, fass es gerne ein bisschen für ihn Ja. zusammen, weil. Also, ein kranker Artefakthersteller hat mich als ein Hobbyprojekt angesehen und versucht, aus mir ein Artefakt zu machen. Ich bin entkommen, irgendwie in Luskan gelandet. Dort haben wir festgestellt, dass meine Seele meinem Körper entrückt worden ist. Eine Freundin von mir hat angefangen, Forschungen dazu zu betreiben, wie man das wieder richten könnte. Jetzt sind wir in einem komischen Luskaner Magierturm, haben mich auf eine Seelenpresse, die funktioniert wie so eine Zitronenpresse, aber mit Seelen gelegt. Sie dissoziiert, also sie disattached gerade meine Seele und will sie gleich wieder dran pappen. Und wir sind gerade in genau dem Zeitraum dazwischen. Ich habe gerade innere Dämonen von mir besiegt, kann jetzt alles golden leuchtend machen und habe dann das Schiff gefunden, in dem ich den Schnüren gefolgt bin. Und jetzt bist du hier und pennst. Entschuldigung. Er mustert dich, weißt du, so während du so erzählst, nickt er kurz, weißt du, immer so wieder, ne, so dieses so verstehendes Nicken, weißt du, ne, so dieses Kenn ich, kenne ich, hab ich auch passiert, ist mir auch passiert. Er ist Midlife Crisis Cyrus mit braun gefärbten Haaren. Nein, er ist eindeutig ein Mensch. Ja, ganz eindeutig. Ja, die Ohren sind normal. Also von dem, was du sehen kannst. Die sehen nicht aus wie Halbelfen oder elfische Ohren. Und auch sein Gesicht sieht mehr menschlich aus. Gröbere Züge, wesentlich gröbere Züge als du. Es sei denn, du lernst Polymorphing in der Zukunft, aber. Who knows? Er mustert dich dann so ein. Weißt du, so ein bisschen, sagt er dann. Du bist auf jeden Fall nicht auf den Mund gefallen. Und hast einiges hinter dir, so wie das klingt. Ja, leider. Aber du scheinst relativ guter Dinge dafür zu sein. So von außen. Ja, ich habe gerade meine Mom getroffen, glaube ich. Wie heißt du überhaupt? Liebe diese Unterhaltung. Er guckt dich kurz an und. Oh! Natürlich, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Es musste ich schon so lange nicht mehr. Schargul, Captain Schargul. Ah, du hast dieses, du hast das Seven Sails gebaut, oder wirst du das Seven Sails bauen? Oh, ich habe es gebaut. Und Okay. willkommen auf meinem Zeit Schiff, dem goldenen kann Drachen. sehr viel. Natürlich. Zeit kann. Oh, Zeit kann sehr viel verändern. Sagt dir der Name Amon etwas? Mal kurz würfeln. Oh, interesting. Du siehst, wie er kurz überlegt und dann. Die Sphinx. Ja, ich erinnere mich. Oh, das ist lange, lange her. Wie geht's ihm? Alles gut? Also, letztes Mal, als ich ihn gesehen habe, befand er sich auf diesem Schiff. Und dieses Schiff befand sich um 180 Grad gedreht unter dem Seven Sails. Oh ja, ich erinnere mich. Du siehst, wie, weißt du, so wie sein Gesichtsausdruck kurz. Weißt du, so der, er guckt praktisch an dir vorbei, so ins Nichts. Weißt du, so Und als er, während er überlegt. sag mal, Shagul, bist du tot? Er guckt an sich runter. Also er, weißt du, er kommt praktisch aus seiner Erinnerung zurück und guckt an sich runter und dann, nicht, dass ich wüsste. Also, er, weißt du, so klopft sich so auf die Brust und macht, weißt du, so. Macht genau das Geräusch und sagt so, also, ich fühle mich noch relativ materiell. Ich kann mich auch nicht erinnern, gestorben zu sein. Das kann ich auch nicht, aber es wäre sehr bedenklich, weil da, wo ich herkomme, bist du eigentlich tot. Das schon seit einiger Zeit. Naja, aber 21 Jahre. Nee, ein bisschen länger. Aber du hast. Egal. Weißt du, er Da schüttelt so den Kopf, so ging, dieses. das war noch die in meinem Kopf-Theorie. Gut. Darf man fragen, was die im Kopf Theorie war, nur so damit ich
Keine Ahnung, man hat dich einfach in meinem Kopf gefangen oder sowas. Ja, Das du kann siehst halt wieder erst so. seit 21 Jahren der Fall sein. Du siehst, wie er so im Pörtz so den Kopf nach hinten zieht und seine Mähne einmal so, weißt du, so schunkert davon. Und er so, und er so sagt, also bitte, daran würde ich mich ja wohl erinnern, wenn ich in irgendjemandes Kopf gefangen worden wäre. Also ja, ich bin vielleicht ein bisschen vom Kurs abgekommen, aber dafür Ja, habe du ich ja kannst dich die. auch nicht daran erinnern, gestorben zu sein. Und ich weiß mit ziemlicher Sicherheit, dass du das bist. Hast du meine Leiche gesehen? Also, nur so aus Interesse. Nein, aber ich habe mit Geistern von Leuten gesprochen, die du persönlich gekannt hast. Und die nochmal deutlich jünger sind als du. In dem Moment siehst du, dass er plötzlich, dass sein Gesichtsausdruck, weißt du, so ein bisschen dieses Excitement der Unterhaltung verliert. Und er, sein Gesichtsausdruck einfach ernster wird. Der Junge, Ah, daran erinnerst du dich. Ja, ganz gut. Das ist lang her. Ja. Wie Aber bist du denn hierher gekommen? naja, ich bin auf Fahrt gegangen, schätze ich. Du merkst wirklich, wie die Erwähnung von Evan ihn so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen hat, weil vorher wirkte er relativ excited, sich mit jemandem zu unterhalten. Und du siehst, wie er jetzt so ein bisschen nachdenklicher geworden ist und er dann sagt, so eine Art, ein neuer Aufbruch könnte man es wahrscheinlich nennen. Ja. Was Unbekanntes erforschen. Neue Gefilde. Ein bisschen so. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass weiterhin, dass die Leute in Ruskan mich aktuell brauchten. Aber ich habe ihnen einen Wegweiser da gelassen, falls sie mich jemals wieder brauchen. Sie haben sich aber nie gemeldet. Und er, weißt du, deutet so nach oben. Du hast sie wahrscheinlich gesehen, die Wegweiser, oder? Ja, die Schnüre. Ja, genau. Warum hast du eigentlich keine? Eigentlich müsstest du eine haben, wenn du dich hier bewegst. Oder hast du keine? Habt ihr keine gezogen, als du? Ah nein, du hast gesagt, du bist durch deinen Kopf gekommen. Ha, Genau, durch schwierig. meinen Kopf und dann durch die blaue Tür. Die da vorne übrigens. Dreh sie um. Oh, die ist neu. Interessant. Steht da eigentlich auch There Will Be a Tomorrow drauf? There's a tomorrow steht da immer noch drauf, ja. There is a tomorrow, genau. Ja, das da habe ich da drauf geschrieben. Und zwar vor. Wie lange bin ich seitdem? Ist das her, seit ich das drauf geschrieben habe? Etwa. Du würdest schätzen, vielleicht 20 Minuten. Und zwar einfach vor 20 Minuten. Und zwar in diese Richtung. Er guckt die Tür an, er guckt wieder zu dir. Faszinierend. Das finde ich auch. Du siehst, wie er ein paar, weißt du, andere Papiere und so von der Karte räumt und nochmal einen tiefen Schluck von dem Schnaps nimmt. Wirklich faszinierend. Das heißt, dein Kopf hat eine Verbindung mit dem hier und er deutet nach draußen und dann auf die Karte Was meinst du gemacht. denn, was das hier ist? Denn du siehst, dass er überlegt, wie er das erklären soll. Du kannst so wirklich diesen. Also so diesen, er stoppt und denkt darüber nach, so dieses. Willkommen im kollektiven Unterbewusstsein der Menschheit. Das Kollektive, das Sammelbecken. Wara flippt aus. Use Detect Fog. It's a trap. Ja. Detect Fog. Das ist gut. Das ist immer eine gute Idee. Oh, da ist viel Nebel. Leuchtet er denn wie ein Weihnachtsbaum? nein, tatsächlich nicht. Okay, er steht nicht aus Nebel, das ist okay. Er leuchtet. Er ist tatsächlich. Neben dem Schiff selbst ist er wohl. Jawohl, jetzt wo du es dir so ansiehst, das Schiff hat so. Ja, weißt du, praktisch wie so Fäden, die sich durch das Holz ziehen. Weißt du, wie so was Eingelassenes. Du kannst so ein bisschen das Leuchten sehen, aber es ist sehr schwach.
Du hast das Gefühl, das Schiff ist vielleicht damit, weißt du, durchdrungen, aber nicht daraus gemacht, würdest du mal sagen. Und die Fäden führen alle zurück nach Luskan? Die, die am Schiff befestigt sind, die meisten, ja. Es gibt einen, der ist hinten, der geht nach hinten raus, weg vom Steuerrad. Da hat jemand seinen festgebunden, um wieder zurückzufinden, falls das jemals braucht. Wer denn? Ich habe ihm versprochen, dass ich das niemandem erzähle. War er Geheime Dinge. etwa. Okay, du musst es mir nicht sagen. War er aber etwa so groß wie ich, hatte rotes Haar hinten zusammengebunden, nur einen Arm. Er musterte dich so ein bisschen und sagte, nicht wirklich, sah anders aus als du. Also, wenn das deine Andeutung sein sollte. Beschreib mir den Herrn doch. Oder die Damen oder was auch immer. Es war tatsächlich eine Dame. Schwarze Haare? Nein. Und er, weißt du, er lehnt sich so zurück und tippt so gegen sein, weißt du, so gegen sein Kinn. Ah, aber eigentlich soll ich ja nichts darüber erzählen. Ah, Ach, schwierig. mir kannst du vertrauen. Ich will es doch keine weiter erzählen. Charisma-Wurf, Persuasion. Das kann ich gut. Gegen seinen Perception-Check. Obwohl, nee, gegen sein Insight, würde ich mal behaupten. Was hast du denn da? Eine 17. Persuasion, eine Persuasion. 21. Ja, gegen sein Insight. Das ist interessant. Muss jetzt noch was anderes würfeln. Er so. Ah. Ah, du siehst, wie er so ein bisschen, weißt du, mit sich selber kämpft. So dieses. Er windet sich so ein bisschen. Na schön. Ein, zwei kleine Sachen kann ich vielleicht erzählen, aber nicht alles. Ansonsten reißt sie mir den Kopf ab. Da werden nur alle wütend mit mir und er zwinkert dir so zu. Falls ihr mal zurückkommt, das ist auch schon wieder eine Weile her. Ach ja. Und er dann nur so. Echt, echt nette junge Frau. Silbernes Haar, Sommersprossen, echt freundlich. Echt freundlich. Ziemlich muskulös, gut dabei. Ja. Hatte eine lange Robe an. Mensch? Nein, ein Elf. Ein Elf, da bin ich mir ziemlich sicher. Hieß noch mal das Mädel aus meiner Schule? Moment. I can tell you that. Give me a second. Aber zu der kann ich dir, wenn du die Ich soll müsste sie Halbelfe auch irgendwo meinst. haben. Moment. Spine Info, Ten Towns, East. Ah ne, die war Bryn Shender, ne? Die war Bryn Shender. Kalin. Genau, Kalin müsste sie. Karlin, ja, genau. Kalin. Genau. Uiuiui. Mein Computer. Er überlegt so ein bisschen. Karlin. Sah die so aus? Nee, die hatte schwarze Haare. Auf jeden Fall. Okay. Und auch keine Sommersprossen von dem. Oh ja, und er sagt dann so, oh ja, und sie hatte einen ziemlich großen Hut auf, so wie die Magier. Und er, weißt du, so, nicht wie ein Dreispitz, sondern diese großen. Weißt du, die nach hinten so abgeknickt sind? Wie ein Münster. Genau. Ja. Ah, lustiger Kerl. Hab ihn mal getroffen in der Taverne, ist lange her. Er. La 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 la, das will ich selbst noch erleben. Er so, ja, du wirst ihn bestimmt irgendwann mal treffen. Der Gute kommt rum, der Gute kommt rum. Er grinst. Vor allem, wenn du solche interessanten Orte aufsuchst wie das hier. Du scheinst ja ganz schön rumzukommen von dem, was du beschrieben hast. Ja. Ich komme rum, ja. Kann man so sagen. Ich meine, du bist durch deinen eigenen Kopf ins Nebelmeer gekommen. Das ist keine schlechte Das Leistung. Nebelmeer. Naja, so nenne ich es. So einen richtigen Begriff habe ich dafür nicht. Aber es ist das, was am meisten Sinn macht und deutet nach draußen. Naja, es ist Wasser und es ist Nebel. Interessant.
Aber man kommt dann manchmal in interessante Orte. So Überreste könnte man es fast nennen. Manchmal Häuser, manchmal ganze Städte, manchmal Inseln. Das ist diese fliegende Insel, die ich manchmal sehe. Das ist echt faszinierend. Bin aber noch nie hochgekommen. Der Mast ist nicht hoch genug. Klingt faszinierend. Dann guckt er dich halt so ein bisschen an. Aber da sollten wir vielleicht von abgehen. Für dich klingt es gerade viel wichtiger, dass du wieder zurückkommst, richtig? Ich meine, du. Ja, grundsätzlich schon, aber liegen wir Insel, lass uns nicht so schnell abschweifen. So, ah, ein Mann von Geschmack. Er zieht eins von den Papieren raus und du siehst praktisch, weißt du, so eine ganz grobe Umrissskizze von der fliegenden Insel. Also, ich habe eine Treppe gebaut, mit der ich hier hochgehen konnte. Oh, das funktioniert nicht. Das habe ich auch schon versucht. Das, was du aus dem Nebel und aus den goldenen Funken machst, je nachdem, wer du so bist, oder aus nichts, oder aus der Luft, oder es hängt immer von Person zu Person ab. Das reicht, es funktioniert nicht, es zerfällt, wenn du zu nah rankommst. Ist wirklich ärgerlich. Ich hab's schon versucht. Das ist keine gute Idee. Ich bin ziemlich hart aufs Wasser aufgeschlagen, als ich's versucht habe. Keine gute Idee. Ja, du hast es ja auch nicht vernünftig versucht. Katapulte, mein Freund. Katapulte. Er fängt an brünzeln. Das klingt tatsächlich sehr amüsant. Ja, wenn du lange noch hier Wann sollten wir das nächste bleibst. Mal vorbei an dieser Insel vorbeikommen? Er lehnt sich so über die Karten und du siehst, wie er unter ein paar Papieren so eine ganz kleine rundglasige Brille rauszieht und sich die so auf die Nase klemmt. Und er sich. Gott. I fucking love him. Best boy. Ich liebe Schargold. Und er sich über die Karten beugt und weißt du, und so anfängt, so Vermessungen durchzunehmen. Und dann ist immer so ein bisschen schwierig, weißt du. Draußen ist alles ein bisschen unsicher, könnte man das sagen. Ein bisschen unbestimmt, unkategorisiert. Aber sie taucht auf, wenn du lang genug hier bleibst. Vielleicht sehen wir sie, wenn du das möchtest. Ich weiß nicht, ob ich genug Zeit dafür habe. Ja, das ist die Frage, weil. Also, wenn du. Und er, weißt du so, und er deutet so auf dich, wenn das, was du gerade bist. Und er, weißt du, macht so wedelnde Handbewegungen vor dir, so ein bisschen, um so deine Form einzufangen. Wenn das deine Seele ist, oder du in deiner Seele. Oder. Er zuckt den Schultern. Nicht mein Fachgebiet. Dann ist es vielleicht nicht so gut, wenn du zu lange getrennt bist. Vielleicht schwierig. Und er, Ja. weißt du so, wiegt so die Hände hin und her. Könnte, so wie so eine Waage, so ein bisschen. Könnte vielleicht gefährlich sein. Ich weiß nicht, ich kenne mich damit nicht aus. Du Ja, bist der ja. Seelengänger, nicht ich. Sowas, ja. Es klingt auf jeden Fall so, als müsste das gefährlich sein. Dann sind wir da schon meiner Meinung. Also hast du auch nicht so viel Ahnung davon. Doch. Doch, ganz sicher. Lügst du ihn an oder meinst du das mehr so dieses so, Das entscheidest du, ob er mir glauben will oder nicht. Er scheint mehr so dieses. Okay, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du genug davon verstehst, dass du weißt, dass das vielleicht eine gefährliche Situation ist. Ich meine, wie gesagt, ich kenne mich damit nicht gut genug aus, aber. Weil das klingt. Das Ja. ist richtig. Er musste dich eine Weile und dann. Du gehst gerne Risiken ein, oder? Und er guckt dich so an. Nein. Ich habe gerade einen riesengroßen, muskulösen Piraten von seinem Stuhl geschubst. Ich würde niemals ein Risiko eingehen. Ernst? Ja, wir verstehen uns gut. Ich mag solche Leute wie dich. Immer direkt voran in die Gefahr, das Weißt du funktioniert. eigentlich darüber, was aus dem Seven Sales mal gehört? Naja, ich hatte gehofft, dass weiter Kinder darin spielen. Ich meine, dafür habe ich es gebaut. Selbst wenn die Jungs erwachsen werden und die Mädels. Wäre schade. Leider, irgendwann ist es nicht mehr so. Also es Ah. spielen immer noch Kinder, aber so wirklich, Kinder in Anführungsstrichen. Kindergröße haben die auch nicht mehr.
Oh, haben die Jungs weiter darin gespielt später? Das finde ich ja. Oh, Also herzerwärmend. irgendwann glaubt jeder Pirat von ganz Luskan, dass im Seven Sails ein Schatz vergraben sei. Was ja in gewisser Weise auch wahr ist. Du siehst ja so, wie er den Kopf wieder nach hinten schlägt und er lacht. Naja, gelogen ist es nicht. Ich meine, wir haben damals Amon da unten gelassen. Ich meine, er könnte als Schatz gelten, schätze ich. Ja, das ist, also wenn man seine Rätsel löst, dann kann man da schon relativ viel rausziehen. Oh ja. Gott, er hat so viele Rätsel. Der Wahnsinn. Und. Ja, das zieht sie immer aus dem eigenen Kopf. Das ist ganz schlimm. Also aus deinem Kopf, das ist schlimm. Oh ja. Oh ja. Da ist er gut drin. Aber er ist auch ein guter Gesprächspartner, wenn man sich mit jemandem freundet. Ja. Ja, jedenfalls glaubt das jeder Pirat und deswegen ist jetzt die bestlaufendste Stelle von ganz. Und ja. Ansonsten. Naja, solange es den Leuten Spaß macht, habe ich mein Ziel ja erreicht, schätze ich. Er grinst. Auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass mehr Kinder darin spielen. Ich meine, dafür habe ich ihn gemacht. Aber wenn die Erwachsenen daran Spaß haben, dann will ich ihnen den nicht nehmen. Naja, jedenfalls, du musst dir vorstellen, bezüglich meiner Eigenschaft, Risiken einzugehen. Ich habe, um mir ein Zimmer zu erschleichen für die Nacht, tatsächlich mitten in dem Schankraum behauptet, ich hätte den Schatz gefunden. In einem Oh. Raum voller Piraten. Na ja, guck dir an. Das ist vielleicht nicht Risiko eingehen, sondern dumm, aber ja. Oder auf jeden Fall risikobehaftet. Das. Überlass mal mir, ob das jetzt dumm war oder ein Risiko. Ja. Oh, ich bin seit meiner jüngsten Zeit Pirat. Ich glaube, ich kann das einschätzen. Dass du noch ganz bist, ist erstaunlich. Haben sie dich nicht Ja, sofort Kiel geholt nach der ganzen Nummer? es war an Land, deshalb. Ja, aber normalerweise hätte man dich sofort zum Schiff rausgezerrt und dafür gesorgt, dass du erzählst, wo der Schatz ist. Oder dich, keine Ahnung, auf dem. Vielleicht auch direkt. Sie haben mich an einen Stuhl gefesselt. Immerhin etwas. Dann Und sind Piraten wohl weicher geworden. sie haben den Stuhl unterschätzt. Du siehst, wie er anfängt, breit zu grinsen. Ich verschränke die Arme, schaue so ein bisschen arrogant zur Seite nach oben. Er scheint sehr amüsiert. Du gefällst mir wirklich, das finde ich gut. Ja, immer mit dem Improvisieren, was man hat. Das macht gute Piraten aus und auch gute. Er guckt sich um. Meeresreisende, schätze ich, und er deutet nach draußen. Nebelreisende, wie auch immer man uns nennen will. Gute ich's. Er gibt dir einen Daumen hoch. Also, wird dich am Leben halten. Tat bis jetzt, gerade so. Gerade so ist immer genug, solange es dich am Leben hält. Oder dich zurückbringt, falls nicht. Aber dann, ja, dann lass mal über deine Problematik reden. Eine kleine Frage habe ich noch, danach können wir über meine Problematik reden, aber das ergibt sich hier Natürlich. gerade so schön und du siehst so aus, also du wirkst so, als wüsstest du relativ viel und Auf mir Honig ums Maul zu wer ist der schmieren, du Wächter? Frag. Wer ist der Wächter? Du siehst, wie er stoppt und dann so. Der Wächter. Naja, der Wächter von was? Das ist die Frage. Das ist sehr Das ist vage. eine sehr gute Frage. Mir wurde gesagt, ich wüsste genau, wann der richtige Zeitpunkt ist, und dann solle ich den Wächter rufen. Hast du Naja. kryptische Prophezeiungen? Ja, er guckt dich an. Aber der Vorteil an kryptischen Prophezeiungen ist, wenn sie gut gestellt sind, dann können sie so oft zutreffen, wie man es braucht. Wer war denn die Person, die sie dir gesagt hat? Vielleicht kann das ja das Ganze weiter eingrenzen. Er streicht sich so über den Bart. Ach ja, etwas so groß, ich zeige auf meine Körperhöhe, ein Arm, orangene Haare, also rote Haare, Sommersprossen, Haare hinten zusammengebunden, weißer Mantel. Guck dich an, weil du hast ja in sich genau die Klamotten an. Also. Roter Schal. Oh, du hast mit dir selbst gesprochen. Hör ich da Cold Mirror? What the fuck? Ja, keine Ahnung. Meine. Ja, also so, ja, ja, in gewisser Weise, ja, aber irgendwie
Wie auch nicht. Na, wieder eine von den komplexen Sachen. Ich verstehe schon. Das ist hier manchmal komplex. Das ist passiert. Wie gesagt, fliegende Ja. Inseln tauchen auf, Bruchstücke von Städten, manchmal ganze Armeen. Ist beeindruckend. Kommen wir zu meiner Problematik. Ja, ist wahrscheinlich schwierig. Aber bevor wir dazu kommen, weil du mich darum gebeten hast, wenn es um Luskan geht, und du siehst, wie er kurz ernst wird, dann wäre der Wächter wohl ich. Du bist der Wächter von Luskan. Wenn man mich ruft. Dafür habe ich die Schnüre doch dagelassen. Mich hat bis jetzt niemand gerufen, aber theoretisch könnte ich Ach, als Wächter das. gelten, ja. Es fällt mir wie Schuppen von den Augen. Cyrus' Gesicht sinkt in seine Hände. Man hört noch einmal das. Ah, oh, ich bin so blöd. Er mustert dich. Huh? Natürlich, ich weiß es, ja. Das heißt, man könnte dich einfach immer zurückholen? In Notsituationen, klar. Ich habe den anderen versprochen, dass ich wiederkomme, wenn ich gebraucht werde. Ja, es gab ein paar Notsituationen, aber dich hat keiner zurückgeholt. Also, die Stadt hat jetzt schon, ich glaube, einmal halb Vernichtung hinter sich und Nekromanten und Du siehst, sowas. wie seine Augenbrauen sich wütend zusammenziehen. Er so, was? Ja, es hat keiner anderen gefunden. Dabei habe ich es ihnen beschrieben, wie man da runterkommt. Du siehst wirklich, wie er sich so ein bisschen so. Ja, darf ich dir sagen, dass du dich mit deinem Gerät ein wenig selbst übertroffen hast? Es war selbst einfach genug für Kinder. Was konnte ich denn erwarten, dass sie. Ja. Und ich hab's Curse doch gezeigt, sogar. Er war doch sogar unten. Er ist doch derjenige, der mir dabei geholfen hat, die untere Kammer zu bauen. Ich glaube, das war lange genug her, als dass so etwas nicht mehr weitergegeben worden ist, beziehungsweise einfach vergessen worden ist. Oder einfach für eine Legende gehalten wird. Er guckt dich an. Gott, wie lange bin ich schon weg? Er guckt dich Das würde ich wirklich. dir gerne beantworten, aber ich und ja, irgendwie ist mein Wissen um Zeitsysteme auch irgendwie begrenzt. Ja, da haben wir Es was muss sehr lange gemeinsam. her sein. Da haben wir was gemeinsam. Ja, dann wissen wir beide nicht, wie lange ich weg bin, aber wenn es lang genug her ist, dass sich niemand mehr daran erinnert. Ja. Der Naja. Magierturm steht übrigens mittlerweile leer. Da bin ich eigentlich gerade. Ja, stimmt, das hattest du erwähnt. Ja, die roten Zauberer haben sich Ja, die da sind lange weg. Da eingenistet. gab es Problematiken. Ja, ich hatte das schon befürchtet. Ich hatte Bahram gewarnt und Tael, aber auf mich hört ja keiner. Weißt du, er guckt auf mein. Könnt ihr aufhören, alle mit Familiennamen anzusprechen? Das ist auf Dauer sehr verwirrend, wenn es mehrere Dutzend davon gab. Mehrere Dutzend? Du siehst mir Ich verwirrt bin mir nicht geguckt. sicher, aber es gab einige. Na. Ob es jetzt 10 oder 12 Generationen sind. Naja, aber. Naja, es war halt. Naja. Er zuckt mit den Schultern. Naja, das waren halt die Titel, mit denen wir uns gegenseitig angesprochen haben. Ich bin Shargul, das ist Taya Baram, das sind unsere Ja. Rufnamen gewesen. Okay. Eure Nachnamen waren echt, aber echt eine bescheuerte Idee für Titel. Naja, aber es war einfach. Wir waren die Captains der verschiedenen Schiffe. Ja, wie wär's? Ja, toll. Das war Captain nicht auf lange Baran, Zeit gedacht. Wie wär's mit König des Meerschaums, König der Welle, König des Treibholzes? Man hätte eure Titel, das wären super Titel gewesen. Und man hätte genau nachvollziehen können, wann wer welcher ist. Ja, Vielleicht aber hätte das man sogar noch sind. einen, der so und so viel zu dahinter packen können. Aber es. Das ist wirklich wie er mit dem Konzept gerade. Weil er weiß natürlich nicht, dass es mehrere von ihnen gab in dem Sinne. Du siehst Also wirklich, wie er. alle nach euch haben sich übrigens nach euch benannt. Ja, das ist natürlich dämlich. Sagt er nur, was ist so dieses. Das. Ihr hättet es verhindern können. Wir haben einfach nur unsere Namen verwendet, weil das. Seht ihr?
Siehst du? Du Weil gibst das. es zu. Aber das macht in einer Flotte Sinn, in einer Flotte von Piraten. Warum sollten wir uns Namen geben wie der Meister des Meeres? Das ist viel zu lang. Wenn man sich Teil nennt oder Bahram, das versteht jeder, weiß jeder, von wem wer redet. Ich bin Shargul, das ist Teil, das ist Bahram, er weiß, er wedelt so mit den Armen. Hab einfach nicht weitschweifend gedacht. König der Nesseljucht im Chat. Finde ich cool. Er nur so, was konnten wir denn ahnen, dass diese Idioten sich nach. Warum? Gott, da ist man einmal nicht da und dann sowas. Du siehst, wie er einen tiefen Schluck aus seinem Glas nimmt. Kann man die Jungs nicht einmal allein lassen. Anyway, Zurück zu deinem Problem. Ich glaube, wer der Wächter ist, haben wir vielleicht geklärt. Vielleicht. reicht es, wenn ich also durch die Tür gehe? Wahrscheinlich nicht. Die führt wahrscheinlich einfach nur wieder dahin zurück, wo du gerade hergekommen bist. Ja, aber das war. Okay. Er weiß ja, er. Also du willst, um es genau auszudefinieren, weil wie gesagt, Dinge sind hier vage, du willst nach Luskan. Ja, gerne in den Magierturm der Magier, in meinen Körper. Gut. Du siehst, wie er so. Also, ich kann dich vielleicht nicht direkt dahin zurückbringen, aber ich kann dir eine der Schnüre geben, die an meinem Schiff befestigt sind. Dann findest du zu Amon und von da aus wirst du ja wahrscheinlich zum Turm finden, schätze ich. Okay, ich hoffe, das alles ist nicht mehr so trostlos, wie es gerade war. Was? Er Ich, guckt. eine Schnur wird dich allerdings auch nicht von Luskan kappen. Also du hast genügend davon, ja? Er sagt, ich habe 7 Stück aktuell. Okay. Machen wir einen Deal? Sicher? Du erklärst mir, wie ich mit einer von diesen Schnüren zurück nach Luskan komme und dafür sorge ich dafür, dass die Leute wieder wissen, wie man das, dass man dich über Amman zurückholen kann. Dann gut. Dann haben die Idioten wenigstens, keine Ahnung, eine Rücklage oder so, wenn sie sich mal wieder in Mist reinreiten. Kleine Einschränkung. Ich werde es nicht dem Kapitän verraten, sondern wem anders. Weißt du, er nickt so. Die Kapitäne, naja, wenn man möchte, wenn man eine genaue Sezierung des eigenen Gemütszustandes haben wollen, dann taugen die. Ansonsten glaube ich, das Geheimniswissen im Timora-Tempel doch irgendwie besser aufgehoben wird. Du siehst, wie er kurz überlegt und dann, sie haben einen Timora-Tempel gebaut? Interessant. Ja, der Kleda-Tempel. Da wohne ich gerade. Damals hatten sie nur einen Auriel-Tempel und einen. Ah, vergessen wir das. Gut. Bitte? Zu viele Götter, zu viel Unsinn. Hasse mich lacht. Er winkt ab und er sagt, gut. Also, ich habe damit kein Problem. Ich freue mich, wenn sich die Leute wieder an mich erinnern. Ich meine, ich schipper hier gerne durch und mach mein Ding. Du siehst, wie er kurz darüber nachdenkt, wie er es beschreiben soll, und dann erkunde. Erkunde. Das ist ein gutes Wort. Was bedeutet, dass du den ganzen Tag herumsitzt, dann ein paar Bücher liest und dann faulenzt? Und er guckt dich an. Willst du mich beleidigen? Und der tippt auf die Karte, weißt du, wie so ein. Egal wie lange ich hier schon bin, so lange habe ich auf jeden Fall versucht, diese Gewässer zu kartografieren oder wenigstens rauszufinden, wie die Regeln funktionieren. Also, als ich Dann hier musst du angekommen deine. bin, hast du geschlafen. Jeder muss mal schlafen, Herr Schwisser. Schmeißt du die Hände in die Luft? Du schläfst bestimmt auch jede Nacht, wenn du Nächte hast. Und Ich er. wiederhole nur ungern, aber Zitat du, nur noch 5 Minuten, Mama. Er guckt dich ja mit so einem Z. Mit so einem Gesichtsausdruck so leicht empört. Und er nur so. Naja, sagt der Richtige, der gerade irgendwo in irgendeinem irgendwo im roten Magierturm Nickerchen macht, während er auf meinem Schiff sitzt und Nickerchen? einen Nickerchen, ich lasse gerade rumtrinkt. meine Seele aus meinem Körper pressen. Naja, aber das war deine eigene Entscheidung, oder? Guck dich nur so an. Naja, so halbwegs. Andernfalls wäre ich gestorben.
Und er nur so, ne, nur so zuckt so mit den Schultern. Naja, und dann hätte er wohl auch keine Mannschaften mehr. Ah, übrigens, erster Mal Cyrus Baxley. Naja, vorgestellt hattest du dich schon, hat der Junge dann. Aber eigentlich kann er ja, naja, nicht Naja, er hat offiziell. jetzt eine Mannschaft. Du siehst, als ihm bewusst wird, was das Oder wahrscheinlich zwei. heißt, wie er so, weißt du, wie er so ein bisschen lächelt. Ich mag den Kleinen. Oh ja, er ist ein guter Junge. Wenn du zurückgehst, grüßt du ihn von mir? Das mache ich. Gut. Dann lass uns doch mal an Deck gehen. Und dann zeige ich dir, wie man die Schnüre benutzt. Hey? Ei. Er steht auf. Innerlich freue ich mich gerade, dass ich das erste Mal das Wort Ei an Bord eines Schiffes benutzt habe. Und er steht auf und kommt um den Tisch rum. Er macht wirklich, weißt du, der hat so diese Art von großen, gewichtigen Schritten, wo man, weißt du, so dieses. Die Dielen knatschen nicht unter ihm, aber man kann so dieses, weißt du, das ist ein richtig so ein Schrank von einem Typ. Der ist riesig groß auch. Also, er kam dir auf den ersten Blick, als er so an dem Tisch zusammengesunken war, kam er dir kleiner vor, aber jetzt, wo er steht, ist er bestimmt einen Kopf größer als du. Und du bist groß. Ein Lulatsch. Oh ja. Und er so, gut, dann. Und er nimmt die Rumflasche in die eine Hand und sagt dann an Deck. Und geht in Richtung Tür. Ich folge auf dem Fuße. Ja. Ihr kommt durch die Bibliothek, nenne ich jetzt mal, ist mal. Und die Treppe hinauf aufs Deck. Und du siehst wieder, wie sich Taue selber verteuen. Wie sich die Schlaufen sozusagen in der Trittleiter, die hoch zum Krähennest führt, sich bewegt. Wie das Steuerrad gedreht wird und das Schiff wieder Fahrt aufnimmt. Die Segel werden gehisst. Und Captain Chagul, schnürt eine von den Schnüren, die an dem Lampenpfosten über der Tür hängt, ab. Das ist auch offensichtlich die, an die er am einfachsten rankommt. Gut. Und dann sagt er nur, es wundert mich tatsächlich, dass du keine eigene dabei hast. Ich meine, du bist Magier. Ansonsten könntest du, und er wedelt mit den Fingern, den ganzen Kram Naja, nicht. ich mag ja. Nein, nein. Oh, doch. Er guckt dich an. Nein. Doch, ansonsten Also funktioniert ja, das nicht. aber irgendwie nicht so wirklich. Also so mehr als eine Münze bewegen oder eine kleine Lawine. Du bist ein Magier. Und er macht so eine Schwingbewegung, weißt du, so, um das Nebelmeer so ein bisschen und das Schiff einzufassen. Ansonsten könntest du hier keine Dinge beschwören. Ich habe Leute getroffen, die keine Magier sind hier. Und die können das nicht. Also Du bist eigentlich Magier. warst du das Du musst bedeutet, dass Magier sein. das muss bedeuten, dass es geklappt hat. Du meinst deine Seele reparieren? Wahrscheinlich dann. Schätze ich. Und du siehst, wie er die Schätze Stirn runzelt. ich auch. Aber wie gesagt, du musst magisch begabt sein. Und zwar nicht nur ein bisschen. Ansonsten könntest du das nicht. Also bist du nicht ausgebildet. Und der mustert dich. Man hat versucht. Also ein Spätzünder. Ich würde gerne eine kleine Münze in meiner Hand erscheinen lassen. Charisma-Wurf? Habe ich keine echte dabei? Achso, du meinst, so aus der Tasche ziehen. Ich dachte, mit erscheinen lassen, Ja, meinst du beschwören. so ein bisschen. Du wirst eine dabei haben. Okay. Dann würde ich versuchen, die quasi so anzuheben und im Kreis drehen zu lassen. Kein Problem. Ja, Es fühlt. das kann ich. Nicht schlecht. Und er mustert dich ein bisschen und dann hält er die Flasche vor dich hin. Was ist mal hiermit? Ich lasse sie gleich los. Auffangen. 3, 2, 1 und er lässt sie los. Ich fange sie normal auf. Nicht so! Mit deinem Kopf. Mit der Magie. Sollte auch geschafft sein. Und er nimmt sie dir nochmal aus der Hand. Nochmal. In der anderen Hand hält er immer noch die Schnur fest. Und dann hält er die Flasche auch. Okay. Konzentrieren.
Drei, zwei, eins und er lässt die Flasche wieder los. Ich versuche sie zu fangen. Du fängst sie. Sie bleibt hängen. Nein. Ich fange sie zu viel. Du meinst, sie fliegt ein Stück hoch, oder? Nicht so ein Stück, so ein bisschen außerhalb unserer Sichtweite. Es ist praktisch so, als hättest du so hochgeschossen, so in Luft. Ja. Er guckt so nach oben. Nicht schlecht. Bisschen übersteuert vielleicht. Das. Schnüre! Schnüre! Er sagt, das solltest du trainieren. Also Kontrolle. Und er so, nicht, dass du noch was kaputt machst später. Und er guckt so, weißt du, dich so ein bisschen vorsichtig an. Vor Oder allem nicht mein Schiff. jemanden. Oder jemanden. Ja, vor allem nicht mein Schiff oder mich. Bitte. Und er guckt dich so an, guckt die Schnur an, überlegt, ob er dir die überhaupt in die Hand drücken soll. Und dann schüttelt er so kurz den Kopf und dann, okay. Du. Und dann gib mir mal kurz deine Hand. Ich schwöre, ich fress dich nicht oder so. Er streckt die Hand in deine Richtung aus, in der ursprünglich die Flasche war. Ich gebe ihm meine Hand. Er dreht die so, weißt du, dass deine Handfläche nach oben zeigt. Und dann nimmt er die Schnur und bindet die um deinen Zeigefinger. Und sagt dann, gut. Wird jetzt aber nicht so, als würde man eine Puppe an einem Faden ziehen. Nein. Mit hoher Geschwindigkeit. Er guckt dich an. Das hängt davon ab, wie gut du dich unter Kontrolle hast. Du siehst, wie sein Gesichtsausdruck immer vager wird. Also, er guckt nach oben, wohin die Flasche verschwunden ist. Vielleicht doch. Das hängt ein bisschen von dir ab, schätze ich. Gut. Ich versuch's dir zu erklären, so gut es geht. Du wirst versuchen müssen, deine Magie praktisch an der Schnur lang zu leiten und sozusagen die Schnur und er, weißt du, er macht so eine, weißt du, so eine Bewegung. Er zeigt erst so praktisch so eine volle Strecke mit den beiden Händen an. Weißt du, so dieses so, okay, wenn das die volle Schnur ist. Du musst dir vorstellen, als wenn am anderen Ende sowas wie eine Kurbel oder so ist. Magie ist ja alles um Vorstellung. Oder auf jeden Fall bei Leuten wie uns. Andere Leute lernen Formeln, ist komplex. Aber ich bin schon froh, dass du keiner von denen bist, weil dann wäre das Ganze hier wesentlich komplizierter geworden. Okay, stell dir vor, da ist eine Kurbel hinten dran und du fängst an zu kurbeln. Und das ist der schwierige Teil. Nicht zu so schnell kurbeln, ansonsten passiert genau das, was du gerade beschrieben hast. Die Kurbel reißt dich quer durch das Nebelmeer und das willst du vielleicht nicht unbedingt. Gesunde Geschwindigkeit. Gesund. Du kannst dir übrigens Mage Hand als Cantrip aufschreiben. Das habe ich gerade vergessen. Ich habe eine Mage-Hand. Das wichtigste Cantrip. Ja, und dann sagt er nur, okay, hast du es verstanden, was ich meine? Haben die, die versucht haben, dich auszubilden, dir Formeln beigebracht oder haben die versucht, mit dir auf der intuitiven Ebene zu arbeiten? Er guckt dich so an. Ich sollte mir Fäden vorstellen. Intuitiv, das ist gut. Und wenn du dir Fäden vorstellen kannst, das ist noch besser. Und er zieht so leicht an dem Faden, der an deinem Finger hängt. Das ist noch besser. Das Das heißt. heißt, ich muss mir quasi vorstellen, wie ich, wo auch immer ich jetzt gleich hinkomme, hingekurbelt werde, ja? Ungefähr, ja. Wenn du schon mal gesehen hast, wie ein Anker hochgezogen wird. Sowas. Ja, sowas kenne ich. Gut. Sowas musst du dir vorstellen. Wird Amon vielleicht nicht so gefallen, weil er wird es wahrscheinlich merken, aber. Also Vorsicht. Gut. Und er guckt dich nur so an und du siehst, dass in dem Moment ihm, glaube ich, bewusst wird, dass du gleich gehst. Du kannst es so richtig sehen. War auf jeden Fall schön, eine Bekanntschaft gemacht zu haben. Immer gut. Falls du deine Segel mal wieder auskugelst, sehen wir uns dann vielleicht wieder. Ja. Du? Er Mir ist gerade lächelt. ein Einfall gekommen. Du wirkst hier dann doch ein bisschen einsam. Aber dann.
nur so, er zuckt mit den Schultern. Vielleicht brauchst du einen Brieffreund? Du siehst, weißt du, wie sich so ein leichtes Lächeln, weißt du, so auf seinen Lippen aufbreitet. Das klingt nicht schlecht. Das muss doch mit diesen Fäden irgendwie gehen. Also, ja, das müsste gehen. Und er dreht sich um und sagt, wenn man einen neuen zieht. Und er fasst an diese Halterung über der Tür, wie gesagt, wo so eine Laterne dran baumelt. Und du siehst wirklich, er legt sozusagen so links und rechts, weißt du, so Daumen und Zeigefinger da dran. Und du kannst sehen, wie sich, weißt du, so silbernes Licht dazwischen sammelt. Und er fängt leise an zu summen, als er das tiefer zieht. Und sich eine neue Schnur bildet. Aber diese hier sieht ein bisschen anders aus. Die wirkt mehr, als wäre die da drum geschlungen, als wenn die daran festgebunden wäre. Und dann sagt er, für sowas brauchen wir, glaube ich, eher einen Flaschenzug als nur eine Schnur. Und du siehst halt praktisch, man könnte wahrscheinlich was daran, weißt du, es ist wie so eine Schlaufe effektiv, die immer länger wird, desto länger ihr zieht. Und dann zieht er aus seiner Tasche so ein, ja, sowas wie ein, wie so ein kleines Metallstäbchen und wickelt das da so einmal drum und hält es dir hin. Sowas funktioniert besser. Und er grinst. Dann kann Na man Dinge dann. hin und her ziehen. Und dann, ne, so, du siehst so ein bisschen, wie er sich so ein bisschen hin und her wiegt und dann bin ich mal gespannt, was sich auf der anderen Seite geändert hat. Und wenn ich die Insel finde, dann schicke ich dir eine Nachricht. Und er Ja, vor grinst. allem wenn du eine Möglichkeit findest, darauf zu kommen und wie gesagt, was da oben drauf ist. Oh ja. Er grinst. Gut. Finde ich vergessen. Katapulte. Oh ja, das werde ich definitiv probieren. Und der, weißt du, der streicht sich so durch den Bart. Na dann stelle ich mich wahrscheinlich auf die Reling. Ja, Die er wird eine ja auch so ein Schlaufe in der bisschen. Hand und den Faden. Ja, er wird dir auch so ein bisschen helfen, weißt du, praktisch so dich in Balance halten. Und dann so, gut. Konzentrieren, tief durchatmen. Augen offen lassen. Nicht, dass du gegen irgendwas gegenknallst. Das kann passieren. Kurbel, 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 Kurbel. Und er sagt, konzentriere dich auf die Kurbel. Wenn du was näher kommen siehst, versuch dir vorzustellen, dass du hochgeschwungen wirst oder so. Sei kreativ, das kannst du ja, hast du ja Also gesagt. eigentlich hatte ich jetzt vor zu sagen, das kann passieren und in dem Moment kurbel ich weg. Ah, okay. Ja, er ruft dir das dann so hinterher. Nur so. Und wenn dir was entgegenkommt, dann schwing dich hoch. Weißt du, nur so. Im lauten Ton. Und dann ruschst du davon durch den Nebel. Und du siehst Chagul winken, während sich die Schlaufe, die du praktisch in der einen Hand hast, immer länger zieht, bis du das Schiff irgendwann nicht mehr sehen kannst und nur noch die Schnur, die sich weiter ins Nichts zieht. Und wenn du nach vorne schaust, wie dich mit unglaublichem, jetzt sehr spürbarem Fahrtwind die andere Schnur, die sich langsam einkurbelt, sie dich in den Nebel zieht. Du hörst den Wind wusch, wusch an dir vorbeikommen. Ich gucke mal eben kurz, ob ich Wind hier habe. Das wäre ja sehr passend. Moment. Um dich rum hörst du den Wind rauschen und der Nebel gleitet an dir vorbei. Du siehst immer mal wieder Dinge, die aussehen wie, ja, wie Ruinen und teilweise wie Gebäude. Du rast durch die Häusergasse von East Haven vorbei am Tempel und vorbei am Winter's Cradle. Vorbei an einer riesigen sechsfingerigen Hand aus Stein, die aus dem Wasser ragt. Okay. Vorbei an Schiffswracks, die aus dem Nebel ragen, teilweise von oben, teilweise von unten. Einmal trifft dich fast eine Galionsfigur, die aus dem Wasser ragt, aber du kannst dich gerade noch zur Seite schleudern.
Ich persönlich ignoriere die Stanford Pines-Anspielung einfach. Niemals. Wer weiß, ob es eine Stanford Pines-Anspielung Es ist ist. eine sechsfingerige Hand. Oh, es gibt noch andere Leute mit sechsfingerigen Händen. Zurück zur It's Story. Sixer. Es ist definitiv Sixer. Jetzt muss ich nur noch Bill Cipher einbauen, wa? Und dann gibt es richtig Ärger. Oh ja. Ja, dann gibt's Ärger. Dann habe ich zu hart gemimt. Du fliegst durch den Nebel und dann kannst du eine feine, ja, so wie so eine, weißt du, wie so die äußere Hülle von, so praktisch wie eine Seifenblase, weißt du, so wenn du nicht die perfekt rund hast, sondern wenn du die zum Beispiel in deiner Hand hast oder so, so dieses, sozusagen diese Seifenwand. Und dahinter kannst du die Bibliothek sehen und Amon. Und Dann bin ich da. dann mit einem lauten Flatsch landest du neben. Ja, so landest du erst neben Amon und wirst dann so ein Stück weiter geschleudert und rutscht über den Boden. Es tut erstaunlicherweise nicht weh, aber es hätte wahrscheinlich ziemlich weh getan. Wenn das hier mein echter Körper wäre. Ja, wie gut du aufkommst, kannst du mir ja mal mit einem Acrobatics-Wurf sagen. Also du wirst auf jeden Fall ein, zweimal aufschlagen und weiterrollen, aber wie genau du am Ende endest. Oh ja. Ich kann Acrobatics ja ein bisschen. Ich kann Athletics nicht irgendwie. Ja, es ist eine 12. Du schleuderst ein bisschen, aber schaffst es dich, weißt du, so mit Händen und Knien, weißt du, dich so ein bisschen abzufangen, dass du nicht hinten gegen die nächste Wand schlägst, sozusagen, gegen die Endwand. 7 von 10, 8 von 10, 4 von 10. Es tut zum Glück, wie gesagt, nicht so sehr weh, wie du erwartet hättest, aber es nockt dir auf jeden Fall die Luft aus der Lunge. Du hast aber keine Schürfwunden oder sowas. Aber du wirklich, du, weißt du, so, du rutschst praktisch über den Boden und merkst wirklich, wie der erste Aufschlag dir wirklich die Luft aus dem Brustkorb drückt. Und kommst dann auf und bleibst liegen. In deiner einen Hand immer noch das Eisenstäbchen mit der Schlaufe. Ja. Hallo? Amon hat geschlafen offenkundig und du siehst, wie er sich, weißt du, so ein paar Mal, weißt du, so, weißt du, wie er sich aufrichtet und so seine Flügel anspannt, weißt du, so als hätte ihm was wehgetan und du siehst, wie er sich einmal schüttelt, aber er scheint dich nicht gehört zu haben. Hallo, Und er scheint dich auch nicht zu sehen. Aber er guckt kurz in deine Richtung, aber reagiert überhaupt nicht. na gut. Dann mache ich mal die Schlaufe an ihm fest. Mach doch noch mal praktisch ja, wie soll ich das sagen, einen Spell Save, also im Sinne dein Charisma Bonus plus 2 von deinem Proficiency Bonus. Das wären dann plus 6, wären 21. Sehr gut. Du befestigst die Schlaufe. Der Eisenstab, weißt du, der verbindet sich praktisch hinten. Amon hat jetzt so eine, fast wie so eine Halskette um, oder wie so ein Diadem. Weißt du, dieser Schmuck, aus dem er dir ja auch einen der Edelsteine gegeben hat, als du das erste Mal hier raus bist. Oh, ich muss schon wieder spontan machen. Alles gut. Wir sind sowieso gleich durch. Geschichte aus dem Polaner Garten. Wow. Wow, Chat. Wollen wir mal eben kurz, gehen wir auf den Pre-Stream. Ich hoffe, der Chat hat bis jetzt Spaß.
Aber es gefällt euch bis jetzt relativ gut. Das ist so schön. Niemals würden wir Spaß haben. Ich hoffe, ich habe so ziemlich alle Theorien zunichte gemacht. Und euch mehr Theoriematerial gegeben. Spaß ist uns ein Fremdwort. Das ist sehr schön. Ich mag die Episodentitel. Wie gesagt, wie immer könnt ihr gerne schon Episodentitel reinschmeißen und ich such dann zusammen mit Jules einen aus, der gut zur Episode passt. Oh, Captain, my Captain. Das hatten wir, glaube ich, schon tatsächlich. Ich glaube, das war tatsächlich ein Titel, den wir schon haben. Moment. Oh Gott, das startet jetzt wahrscheinlich das Video. Nein, stopp. Fog Detective. Oh, Captain, my Captain ist tatsächlich ein Titel, den wir schon hatten. Ja, Folge 8 heißt so. Da sind wir Evan das erste Mal begegnet. Hallo, Jules. Tut mich leid, tun. Alles gut. Wir sind sowieso gleich durch. So lange wollten Hab wir heute jetzt eh nicht machen. Essen und ging noch mal kurz zur Medizin, deswegen war das wichtig. Ja, klar. Alles gut. Ja, wir sind auch jetzt gleich durch im Endeffekt. So lange ist nicht mehr. Gut. Ja. Titel: Is that a Hobo Cyrus? Die Leute machen gerade Vorschläge für Episodentitel. Ist das Hobo Cyrus? Das ist immer eine gute Frage. Ich bin übrigens immer noch dafür, dass wir uns für einheitlich entweder englische oder deutsche Titel entscheiden. Wir haben den Mischmasch aus beiden bis jetzt gehabt. Ja. Geschichten aus dem Paulaner Garten finde ich aber auch gut. Warum? Wir könnten die Folge auch voll irrtümlich Golden Dragon nennen, weil das Schiff so heißt. Damit die Leute dann glauben: Oh mein Gott, goldener Drache, yes! Nein, der Wächter. Der Wächter. Der Wächter. Wenn wir Leute, die es nachgucken, denken, es kommt jetzt endlich der Wächter, der angekündigt worden ist. Spanischer Titel. Ah, zur Provokation. Gut, kommen wir zurück. Wie Los gesagt, Vengados. Los Lengados. Ich finde Denglisch better. Wunderschön. Zurück zu unserem ursprünglichen Programm. Wie gesagt, Amon scheint dich nicht wahrzunehmen. Aber ich habe ihm jetzt quasi das Ding um die Stirn geworfen, ja? Ja, also du wirst das wahrscheinlich so verankert haben hinten in seinem Diadem, könnte ich das jetzt mal so nennen. In Gut. diesem. Und es scheint da auch festzusitzen. Du siehst, wie es leicht hin und her schwingt. Wie die anderen Fäden auch. Aber der Faden, mit dem du hier hingekommen bist, der immer noch an deinem Finger hängt, du siehst, wie der langsam praktisch so, weißt du, sich in der Luft so langsam anfängt, so zu zerbröseln und, weißt du, praktisch wie vom Wind so verweht. Dass es sich langsam ins Nichts auflöst. Na dann. Oh. Oha. Schweres Seufzen. Ich glaube, er ist noch mal weg. Ach je. Gone viral, gone sexual. So ist es wahr. So ist es. Ach je. Aber es sind so nur noch ein paar Minuten. Und dann jetzt zum Ende hin. So ein Mist. Naja. Sag es tot, das Ende? Fragezeichen. Okay, wir müssen aber dann relativ schnell zum Ende kommen. Ja, wir sind fast durch. Ja. Dann, wenn sich dieser Faden da auflöst, dann würde ich
mich zu Fuß in Richtung nach draußen begeben und Richtung des Magierturms. Du nimmst die Geheimgänge, gehe ich mal von aus. Ich glaube, ich kann mit einem Tunnel bauen oder sowas. Das ist deutlich schneller gehen. Ja. Charisma-Check. Neunzehn? Ja, das reicht. Du praktisch berührst die Wand und es bildet sich eine Treppe, die nach oben führt, straight hoch. Wenn du bist du noch da? Oder ist er schon wieder AFK? Ich glaube, er ist schon wieder AFK. Ah, nein, ich bin nicht AFK. Irgendwas war komisch mit dem Headset. Ach so. Ja. Ich konnte nichts mehr hören, also nach dem, was ich gesagt hatte, wenn du da irgendwas gesagt hast. Dann gehe ich hoch. Gut. Du kommst an die Oberfläche. Die Treppe hat sich tatsächlich hochgebildet und du siehst jetzt ungefähr, wo das ist, scheinbar. Du stehst. Moment, ich muss mal kurz überlegen. Du stehst auf dem Cliff, auf dem Felscliff südlich von Luskan. Das sozusagen, also praktisch, wenn du auf der Karte guckst, sozusagen, wenn du mit dem Rücken zur Stadt stehst und sozusagen mit dem Kopf zum Meer links im Endeffekt. Also Richtung sozusagen Richtung Schwertküste und so weiter. Dann wandere ich bequem Richtung Turm. Ja. Du siehst Leute, die Dinge tun, normale Dinge. Du siehst Leute, die ihre Schiffe verteuen am Hafen. Und als du hier lang gehst, fällt dir auf, dass sich immer mal wieder, weißt du, so geisterhafte Gestalten dazwischen bewegen, die aussehen wie Leute, die das früher schon mal gemacht haben. Weißt du, es layern sich praktisch mehrere Existenzen übereinander. So sieht das ein bisschen aus. Oder verschiedene Zeiten. Leute haben aber Gesichter und sowas Ja. und okay. Du gehst weiter auf den Turm zu. Du siehst ein paar von den geisterhaften Gestalten rein und rausgehen in Magierroben. Manche gucken sehr ernst und manche wütend. Andere rennen in Panik. Andere wirken glücklich und gehen in den Turm hinein oder hinaus. Du gehst die Treppen herauf. Du siehst Leute, die in der Bibliothek sitzen. Du siehst deine Tasche an einer der Bänke lehnen und du gehst durch das offen und gleichzeitig geschlossene Bücherregal, das zu dem geheimen Labor führt. Du siehst Sven, die mit ausgestreckten Händen über, praktisch, weißt du, so über deinem Körper steht, ihr Mund und ihre Augen sind geöffnet und pures Licht. Und du kannst sehen, wie sie unglaubliche Anstrengung aufwenden muss, um eine Art magische Verbindung zwischen ihren Händen und dir aufrechtzuerhalten. Um sie rum drehen sich Symbole und ja, praktisch magische Konstrukte, die aus Licht zu bestehen scheinen. Und du kannst sehen, dass die sich auch über deine ganze Haut ziehen. Du siehst Ich stehe fiebrig quasi aus. neben ihr, ohne dass sie es merkt, ne? Ja. Ich fasse mir kurz ans Kinn, an den imaginären Bart. Ich überlege kurz, ob ich ihr an die Brüste fassen soll. Denke Wow. mir dann aber, nein, das wird zu einfach. Und dann berühre ich mal mit dem Zeigefinger meine Stirn. Du holst schnappend Luft, als du unter großen Schmerzen zu dir kommst. Und da enden wir heute. Geht doch. Yay! You lived. The boy who lived. Wait, I'm the chosen one. And Yaro is Lord Voldemort. Of course. You lived. Yay! Ich hoffe, du hattest Spaß mit Old Man Shargul.
Ja. Kleine Story vom Anfang. Am Anfang hatte ich ihn ursprünglich konzipiert tatsächlich als alten Mann, der so praktisch ist, Young Punks, get off my lawn von seinem Schiff. Ich mag sein Schiff sein, das ist mein Kopf. Gut. Wie gesagt, ich hoffe, du hattest Spaß. Ich habe den Chat gerade schon gefragt, ob die Spaß hatten. Schienen sie? Und dann würde ich fast sagen, das war's für heute. Es sei denn, du Das möchtest war's noch für was heute. erzählen. Willst du noch was an die Zuschauer richten? Never stop playing. Molin war großartig. Remoulade zu Würstchen ist ein Verbrechen. Und immer schön cheesy bleiben. Wunderschön. Tiefgründige Kommentare heute. Ja. Goodbye, Jubelise. Goodbye, Humans. Ich wünsche euch noch eine schöne restliche Woche. Und Ein schönes Wochenende. ein schönes Wochenende. Und wünsche euch auch heute Abend noch einen schönen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf bald. Auf bald.